Die ältere Bienendame, die der kleinen Maya behilflich war, als sie zum Leben erwachte und aus ihrer Zelle schlüpfte, hieß Cassandra und hatte großes Ansehen im Stock. Es waren damals sehr aufgeregte Tage, weil im Volk der Bienen eine Empörung ausgebrochen war, die die Königin nicht unterdrücken konnte. Während die erfahrene Cassandra der jungen Maya, deren Erlebnisse ich erzählen werde, die großen blanken Augen trocknete und ihr die zarten Flügel etwas in Ordnung zu bringen suchte, brummte der große Bienenstock bedrohlich und die kleine Maya fand es sehr warm und sagte es ihrer Begleiterin. Cassandra sah sich besorgt um, aber sie antwortete der Kleinen nicht gleich. Sie wunderte sich darüber, dass das Kind schon so früh etwas auszusetzen fand, aber im Grunde war es richtig. Die Wärme und das Gedränge waren beinahe unerträglich. Einmal war die Königin in ihrer Nähe gewesen. Cassandra und Maya wurden etwas beiseite gedrängt, aber eine Drohne, ein freundlicher junger Bienenherr von gepflegtem Aussehen, war ihnen behilflich. Er nickte Maya zu und strich sich etwas erregt mit dem Vorderbein, das bei den Bienen als Arm und Hand gebraucht wird, über seine glänzenden Brusthaare. Das Unheil wird hereinbrechen. Der Schwarm der Revolutionäre wird die Stadt verlassen. Sie haben schon eine neue Königin ausgerufen. Cassandra beachtete ihn fast gar nicht. Sie hatte sich nicht einmal für die Hilfe bedankt und Maya empfand deutlich, dass die alte Dame recht unfreundlich gegen den jungen Herrn war. Sie wagte nicht recht zu fragen, die Eindrücke kamen alle so rasch hintereinander und drohten sie zu überwältigen. Die Erregung teilte sich ihr mit und sie begann ein feines, helles Summen. Was fällt dir ein? Ist nicht schon Lärm genug? Komm hierher. Wir wollen versuchen, uns hier etwas zu sammeln. Sie schob Maya bei ihrem schönen, glänzenden Flügel, der noch weich und ganz neu und wundervoll durchsichtig war, in eine wenig besuchte Ecke vor ein paar Wabenschränke, die mit Honig gefüllt waren. Maya blieb stehen und hielt sich an einem der Schränke fest. Hier riecht es ausgezeichnet. Du musst warten lernen. Kind, ich habe in diesem Frühling schon viele hundert junge Bienen erzogen und für ihre erste Ausfahrt unterrichtet. Aber mir ist noch keine vorgekommen, die so naseweiß gewesen wäre. Du scheinst eine Ausnahmenatur zu sein. Was ist das? Eine Ausnahmenatur? Oh, das ist etwas durchaus Unschickliches. Jetzt merke genau auf alles, was ich dir sage, denn ich kann dir nur kurze Zeit widmen. Es sind schon wieder neue Jungen ausgeschlüpft. Und meine einzige Gehilfin in dieser Etage, Turka, ist ohnehin aufs Äußerste überarbeitet und klagte in den letzten Tagen über Ohrensausen. Die erste Regel, die eine junge Biene sich merken muss, ist, dass jede in allem, was sie denkt und tut, den anderen gleichen und an das Wohlergehen aller denken muss. Es ist bei der Staatsordnung, die wir seit undenkbar langer Zeit als die richtige erkannt haben und die sich auf das Beste bewährt hat, die einzige Grundlage für das Wohl des Staates. Morgen wirst du ausfliegen. Eine ältere Gefährtin wird dich begleiten. Du darfst zuerst nur kleine Strecken fliegen und musst dir die Gegenstände genau merken, an denen du vorüberkommst, damit du immer zurückfliegen kannst. Deine Begleiterin wird dir die 100 Blumen und Blüten beibringen, die den besten Honig haben. Die musst du auswendig lernen. Das bleibt keiner Biene erspart. Die erste Zeile kannst du dir gleich merken. Heidekraut und Lindenblüte. Sag es nach. Das kann ich nicht. Das ist furchtbar schwer. Ich werde es ja später auch schon sehen. Mit dir wird es schlecht hinausgehen. Ach, das sehe ich schon jetzt. Soll ich denn später den ganzen Tag Honig sammeln? Meine kleine Maya, du wirst den Sonnenschein kennenlernen, hohe grüne Bäume und blühende Wiesen voller Blumen, Silberseen und schnelle glitzernde Bäche, den strahlenden blauen Himmel und zuletzt vielleicht sogar den Menschen, der das Höchste und Vollkommenste ist, was die Natur hervorgebracht hat. Über allen diesen Herrlichkeiten wird dir deine Arbeit zur Freude werden. Sieh, dies alles steht dir ja noch bevor, mein Herzlein. Du hast Grund, glücklich zu sein. Gut, das will ich denn auch.
sei höflich und gefällig gegen alle Insekten, die dir begegnen. Mhm. Dann wirst du mehr von ihnen lernen, als ich dir heute sagen kann. Aber hüte dich vor den Hornissen und Wespen. Mhm. Die Hornissen sind unsere mächtigsten und bösesten Feinde. Und die Wespen sind ein unnützes Räubergeschlecht ohne Heimat und Glauben. Mhm. Wir sind stärker und mächtiger als sie, aber sie stehlen und morden, wo sie können. Du kannst deinen Stachel gegen alle Insekten brauchen, um dir Achtung zu verschaffen und um dich zu verteidigen. Aber wenn du ein warmblütiges Tier stichst oder gar einen Menschen, so musst du sterben, weil dein Stachel in ihrer Haut hängen bleibt und zerbricht. Steche solche Wesen nur im Falle der höchsten Not. Aber dann tu es mutig und fürchte den Tod nicht. Denn wir Bienen verdanken unser großes Ansehen und die Achtung, die wir überall genießen, unserem Mut und unserer Klugheit. Und nun leb wohl, kleine Maja. Hab Glück in der Welt und sei deinem Volk und deiner Königin treu. Die kleine Biene nickte und erwiderte den Kuss und die Umarmung ihrer alten Lehrerin. Sie legte sich mit heimlicher Freude und Erregung zum Schlaf nieder und konnte vor Neugierde kaum einschlummern, denn mit dem kommenden Tag sollte sie die große, weite Welt kennenlernen, die Sonne, den Himmel und die Blumen. Am anderen Morgen hörte Maja an ihrem Lager den fröhlichen Ruf: Die Sonne ist aufgegangen. Sofort sprang sie empor und schloss sich einer Honigträgerin an. Gut, du kannst mit mir fliegen. Am Tor hielten die Wächter sie an. Es war ein rechtes Gedränge. Einer der Torhüter sagte der kleinen Maja das Losungswort ihres Volkes, ohne dass keine Biene in die Stadt gelassen wird. Als die kleine Biene vor das Stadttor trat, musste sie die Augen schließen. Vor der Fülle von Licht, die ihr entgegenströmte. Es war ein Leuchten von Gold und Grün, so über alles reich und warm und strahlend, dass sie vor Seligkeit nicht wusste, was sie tun oder sagen sollte. Das ist aber wirklich großartig. Fliegt man da hinein? Nur zu. Da hob Maja mutig ihr Köpfchen, bewegte ihre schönen neuen Flügel und empfand plötzlich, dass das Flugbrett, auf dem sie saß, zu versinken schien. Und zugleich war ihr, als glitte das Land unter ihr fort, nach hinten fort, und als kämen die großen grünen Kuppeln vor ihr auf sie zu. Ich fliege. Das kann nur Fliegen sein, was ich tue. Das ist aber in der Tat etwas ganz Ausgezeichnetes. Ja, du fliegst. Das sind die Linden, auf die wir zufliegen. Unsere Schlosslinden. Daran kannst du dir die Lage unserer Stadt merken. Aber du fliegst wirklich sehr schnell. Maja! Das kann man gar nicht rasch genug. Oh, wie duftet der Sonnenschein. Nein, das sind die Blüten. Aber nun fliege langsamer, sonst bleibe ich zurück. Und du kannst dir auch auf diese Art die Gegend nicht für den Rückweg merken. Aber die kleine Maja hörte nicht. Sie war wie in einem Rausch von Freude, Sonne und Daseinsglück. Ihr war, als glitte sie pfeilgeschwind durch ein grün leuchtendes Meer von Licht einer immer größeren Herrlichkeit entgegen. So schön wird es nie mehr, wie es heute ist. Ich kann nicht umkehren. Ich kann an nichts denken als an die Sonne. Die ganze Sonne muss aus Gold sein. Als sie über einem großen Garten angelangt war, der in lauter blühenden Wolken von Kirschbäumen, Rotdorn und Flieder zu ruhen schien, ließ sie sich zu Tode erschöpft nieder. Sie fiel in ein Beet von roten Tulpen und hielt sich an einer der großen Blüten fest. Oh, wie tausendmal schöner ist es in der großen Welt draußen als in der dunklen Bienenstadt. Niemals werde ich nach dort zurückkehren, um Honig zu tragen oder Wachs zu bereiten. Oh nein, niemals werde ich das tun. Ich will die blühende Welt sehen und kennenlernen. Ich bin nicht, wie die anderen Bienen sind. Mein Herz ist für Freude und Überraschungen, für Erlebnisse und Abenteuer bestimmt. Ich will keine Gefahren fürchten. Habe ich nicht Kraft und Mut und einen Stachel? Sie lachte vor Übermut und Freude und nahm einen tiefen Schluck Honigsaft aus dem Kelch der Tulpe. Großartig. Es ist wirklich herrlich zu leben.
Ihre Müdigkeit überwältigte sie bald und sie schlief ein. Als sie erwachte, war die Sonne fort und das Land lag in Dämmerung. Ihr Herz schlug doch ein wenig und sie verließ zögernd die Blume, die im Begriff war, sich für die Nacht zu schließen. Unter einem großen Blatt, hoch im Wipfel eines alten Baumes, versteckte sie sich. Ich will nicht gleich am Anfang den Mut verlieren. Die Sonne kommt wieder, das ist bestimmt. Cassandra hat es gesagt. Man muss nur fest und ruhig schlafen. Als die kleine Maya erwachte, war es schon hell geworden. Sie fror ein wenig unter ihrem großen grünen Blatt und die ersten Bewegungen, die sie machte, gelangen ihr nur schwerfällig und langsam. Vorsichtig kroch sie etwas weiter bis an den Rand des Blattes und schaute sich um. Sie war ganz geblendet von der Pracht und dem Glanz der Morgensonne umher. Nur langsam entsann sie sich aller Erlebnisse des vergangenen Tags. Aber sie blieb entschlossen, nicht in den Stock zurückzukehren. Nein, es war nun einmal ihre Freude nicht, immer ein- und ausfliegen zu müssen, Honig zu tragen oder Wachs zu bereiten. Sie wollte glücklich und frei sein und das Leben auf ihre Art genießen. Mochte kommen, was wollte, sie würde es ertragen. Irgendwo fern in der Sonne schimmerte es rot. Sie steuerte in ruhigem Flug gerade auf das rote Blumenlicht zu, das ihr zu winken schien. Und als sie in die Nähe kam, spürte sie den Hauch eines so süßen Duftes, dass sie beinahe betäubt wurde und die große rote Blume nur mit Mühe erreichte. Sie schwang sich auf das äußerste gewölbte Blumenblatt und hielt sich fest. Da rollte ihr, mit der leisen Bewegung, in die das Blatt geraten war, eine funkelnde silberne Kugel entgegen, fast so groß wie sie selbst, durchsichtig und flimmernd in allen Farben des Regenbogens. Maya erschrak furchtbar, obgleich die Pracht dieser kühlen Silberkugel sie entzückte. Der durchsichtige Ball rollte vorüber, neigte sich über den Rand des Blattes, sprang in den Sonnenschein und fiel nieder ins Gras. Maya stieß einen leisen Ruf des Schreckens aus, als sie sah, dass die schöne Kugel in viele winzige Perlchen zersprungen war. Aber es flimmerte nun im Gras so belebt und frisch, rann in zitternden Tröpflein an den Halmen nieder und funkelte, wie Diamanten im Lampenlicht blitzen. Als sie sich dem Kelch wieder zuwandte, sah sie einen Käfer mit braunen Flügeldecken und einem schwarzen Brustschild am Eingang zum Blumenkelch sitzen. Er war etwas kleiner als sie, behauptete seinen Platz ruhig und sah sie ernst, aber durchaus nicht unfreundlich an. Gehörte die Kugel Ihnen? Es tut mir sehr leid, sie hinabgeworfen zu haben. Meinen Sie den Tautropfen? Deswegen brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ich hatte bereits getrunken und meine Frau trinkt niemals Wasser, weil sie mit den Nieren zu tun hat. Was wollen Sie hier? Was ist dies für eine herrliche Blume? Würden Sie so gütig sein, mich zu unterrichten, wie sie heißt? Sie sind wohl erst von gestern. Es ist eine Rose, damit Sie es denn also nun wissen. Wir haben sie vor 4 Tagen bezogen und sie ist inzwischen unter unserer Pflege auf das Prächtigste gediehen. Darf ich Sie bitten, näher zu treten? Mhm. Maya zögerte, aber sie überwand ihre Besorgnis und machte ein paar Schritte. Der Käfer drückte ein helles Blättchen beiseite und sie betraten nebeneinander die schmalen Gemächer mit ihren hellroten, duftenden Wänden und ihrem gedämpften Licht. Ach, Sie haben es wirklich reizend. Und dieser Duft hat etwas geradezu Betörendes. Man muss wissen, wo man sich aufhält. Sage mir, wo du umgehst, und ich werde dir sagen, wie viel du wert bist, sagt ein altes Sprichwort. Ist etwas Honig gefällig? Ach, das wäre mir wirklich sehr angenehm. Der Käfer nickte und verschwand hinter einer der Wände. Maya sah sich glücklich um. Es ist doch wirklich ein großer Genuss zu leben. Und diese Behausung ist mit den dumpfen und überfüllten Etagen nicht zu vergleichen, in denen wir leben und arbeiten. Ach, und schon diese Stille ist ganz herrlich. Natürlich.
wenn ich allein bin, dürfen Sie sich herausnehmen, mir zu nahe zu treten. Aber warten Sie, wie es Ihnen ergehen wird, wenn ich meine Gefährten hole. Sie sind ein Grobian. Gut, ich gehe. Aber Sie werden die Bezeichnung, die ich Ihnen gegeben habe, niemals vergessen. Es ist ein Skandal. Nirgends hat man Ruhe vor diesem Gesinde. Wer war denn das? Essen Sie bitte erst den Mund leer. Schlucken Sie erst herunter. So versteht man Sie nicht. Eine Ameise war es. Glauben denn diese Leute, man sparte und sorgte sich Stunde für Stunde nur für sie? Und so ohne Gruß und Anstand in die Vorratskammern zu dringen? Es empört mich. Wenn ich nicht wüsste, dass es bei diesen Tieren in der Tat Mangel an Lebensart ist, würde ich keinen Augenblick anstehen, sie als Diebe zu kennzeichnen. Sie verzeihen. Ich vergaß mich, Ihnen vorzustellen. Ich heiße Peppi, von der Familie der Rosenkäfer. Ich heiße Maja. Es freut mich sehr, Sie kennengelernt zu haben. Ach, Sie haben entzückende Fühler. Nun ja, darauf hält man. Wollen Sie auch die Rückseite sehen? Wenn ich bitten darf? Famos, nicht? Ich hätte sowas nicht für möglich gehalten. Meine eigenen Fühler sind sehr unscheinbar. Nun ja, jedem das Seine. Dafür haben Sie zweifellos schöne Augen. Und die goldene Färbung Ihres Körpers hat viel für sich. Majas Augen strahlten vor Glück. Es hatte ihr noch niemand gesagt, dass etwas an ihr schön sei. Sie wurde ganz übermütig und nahm rasch noch ein Klümpchen Honig. Es ist eine ausgezeichnete Qualität. Bitte nehmen Sie nur noch. Es ist Rosenhonig erster Ernte. Man muss sich etwas in Acht nehmen, damit man sich nicht den Magen verdirbt. Es ist auch noch Tau da, wenn Sie vielleicht Durst verspüren. Vielen Dank. Ich möchte nun fliegen, wenn Sie erlauben. Fliegen und immer fliegen. Das liegt euch Bienen im Blut. Ich begreife diese ruhelose Art nicht recht. Es hat doch viel für sich, am Platze zu bleiben. Finden Sie nicht? Ach, ich fliege so gerne. Ich will Sie noch hinaus begleiten. Ich führe Sie zu einem Aussichtsblatt, von dem Sie bequem abfliegen können. Oh, danke. Ich kann abfliegen, wo ich will. Das haben Sie vor mir voraus. Ich habe etwas Mühe mit der Entfaltung der unteren Flügel. Oh Gott, der blaue Himmel. Leben Sie wohl. Auf Wiedersehen, sagte Peppi und blieb eine Weile auf dem höchsten Rosenblatt sitzen, um der kleinen Maja nachzusehen, die schnell in einer geraden Linie hoch in den Himmel hinaufflog, in den goldenen Sonnenschein und in die reine Morgenluft. Dann seufzte er heimlich auf und zog sich nachdenklich wieder in den kühlen Rosenkelch zurück. Es wurde ihm etwas warm, obgleich es noch früh war. Er summte sein Morgenlied vor sich hin, das im roten Schein der Rosenblätter und im warmen Sonnenglanz erklang. Alles steht in Gold und Grün, warm und sommerlich. Nur solange die Rosen blühen, ist es schön für mich. Meine Heimat weiß ich nicht, köstlich ist mir dies, dass ich so im Rosenlicht meinen Tag genieß. Wenig weiß ich von der Welt, wo ich glücklich bin. Wenn die Rose welkt und fällt, muss auch ich dahin. Und draußen zog langsam der strahlende Frühlingstag über die blühende Erde herauf. Ach, nun habe ich vergessen, Peppi nach den Menschen zu fragen. Ein so erfahrener Mann wie er hätte mir sicherlich die beste Auskunft geben können. Aber vielleicht würde sie heute noch selbst einem Menschen begegnen. Voll Unternehmungslust und Frohsinn ließ sie ihre blanken Augen über das weite, bunte Land schweifen, das sich unter ihr in seiner sommerlichen Pracht ausbreitete. Es begegneten ihr vielerlei Insekten, die ihr Wandergrüße zuriefen und frohe Fahrt und gute Ernte wünschten. Jedes Mal, wenn sie einer Biene begegnete, schlug anfänglich ihr Herz ein wenig, denn sie fühlte sich in ihrer Untätigkeit doch etwas schuldig und fürchtete sich, Bekannte zu treffen. Aber sie merkte bald, dass die Bienen sich weiter nicht um sie kümmerten. Da sah sie plötzlich den blauen Himmel in unendlicher Tiefe unter sich leuchten.
Sie dachte zuerst in großem Schrecken, sie wäre vielleicht viel zu hoch geflogen und hätte sich im Himmel verirrt. Aber da sah sie, dass sich am Rande dieses unterirdischen Himmels die Bäume spiegelten, und sie erkannte zu ihrem Entzücken, dass es ein großes, stilles Wasserbecken war, das blau und klar im ruhigen Morgen dalag. Es ist wirklich eine Wonne, so über eine Wasserfläche dahin zu fliegen. Sie erblickte große und kleine Fische, die in der hellen Flut dahinschwammen oder ganz ruhig darin zu schweben schienen. Maya hütete sich wohl, ihnen zu nahe zu kommen, denn sie wusste, dass ihr vom Geschlecht der Fische Gefahr drohte. Als sie am anderen Ufer des Sees anlangte, lockten das warme Schilf sie und die riesigen Blätter der Seerosen, die wie grüne Teller auf dem Wasser lagen. Herrlich, also wirklich ganz herrlich. Lieblich ist der stille Fluss, wenn der Morgensonne groß seine Flut getroffen, wo der grüne Schilfrein weht. Das Lied der Libelle erschallt, rief ein weißer Schmetterling seiner Freundin zu. Sie schaukelten sich dicht an Maya vorüber durch das strahlende Blau des schönen Tags. Da hob auch die kleine Biene ihre Flügel und mit leisem Summen begrüßte sie den silbernen See zum Abschied und flog landeinwärts davon. Als die kleine Maya am anderen Morgen im Kelch einer blauen Glockenblume erwachte, hörte sie, dass die Luft von einem feinen, leisen Rauschen erfüllt war. Und sie spürte, dass die Blume sich bewegte, als bekäme sie heimlich kleine Stöße. Durch ihren geöffneten Kelch zog ein feuchter Geruch von Gras und Erde, und es war sehr kühl. Maya nahm ängstlich ein wenig Blütenstaub von den gelben Staubgefäßen der Blume, machte dann sorgfältig Morgentoilette und wagte sich vorsichtig Schritt für Schritt bis an den äußersten Rand des hängenden Kelches. Da sah sie, dass es regnete. Maya sah mit großem Erstaunen und voll tiefer Verwunderung die Veränderung der Welt. Es war der erste Regen, den sie in ihrem jungen Dasein erlebte. Unter ihrer blauen Glocke war sie wohlgeborgen und konnte den erwachenden Verkehr unter sich prächtig beobachten. Unten zog ein Trupp Wanderameisen im Gras vorüber. Sie schritten singend durch den kühlen Graswald und schienen Eile zu haben. Ihr frisches Morgenlieder klang im Marschtakt und stimmte das Herz der kleinen Maya wehmütig und nachdenklich. Bald ist unsere kurze Frist auf der Erde aus. Was ein rechter Räuber ist, macht sich nichts daraus. Sie waren außerordentlich gut bewaffnet und sahen keck und gefährlich aus. Ihr Lied verklang unter den Huflattichblättern. Aber dort schienen sie mit ihrem Gesang etwas Rechtes angerichtet zu haben. Maya sah einen großen blauen Käfer hervordringen, der wie eine Halbkugel aus glänzendem dunklem Metall aussah und bald bläulich, bald grünlich, zuweilen aber auch ganz schwarz schimmerte. Er war wohl 2 oder 3-mal so groß wie sie.
Er schien durch den Gesang der Soldaten erwacht und bei sehr schlechter Laune zu sein. Sein Haar war noch nicht geordnet und er rieb sich den Schlaf aus den listigen blauen Äuglein. Ich komme, das genügt für alle, um Platz zu machen. Gottlob stehe ich ihm nicht im Wege. Der Käfer bewegte sich schwerfällig und schaukelnd durch das nasse Gras. Eine sehr elegante Erscheinung war er eben nicht. Bei einem welken Blatt, gerade unter ihrer Blüte, machte er Halt, schob es zur Seite und trat etwas zurück. Da erkannte Maya darunter den Eingang zu einer Höhle. Nein, was es nicht alles gibt, davon habe ich mir keine Vorstellung gemacht. Man kann gar nicht lange genug leben, um alles zu erfahren, was auf der Welt möglich ist. Wenn Sie mit mir auf die Jagd wollen, müssen Sie sich schon entschließen, aufzustehen. Es ist heller Tag. Um Gottes Willen, machen Sie oben zu, es regnet herein. Eilen Sie sich, wenn ich bitten darf. Maya war sehr gespannt, wer herauskommen würde. Sie kroch so weit vor, dass ein großer Regentropfen auf ihre Schulter fiel. Sie erschrak sehr und trocknete sich ab. Blatt und langsam, dass ihr im hohen Maße absonderlich vorkam. Es hatte einen plumpen Leib und einen ganz ungewöhnlich dicken Kopf mit kleinen, aufrechten Fühlhörnern. Die Beinchen waren sehr dünn und bewegten sich langsam und der Ausdruck des Gesichts war sorgenvoll. Es war eine Grille. Guten Morgen, meine Iffi. Wie haben Sie geschlafen, mein Alles? Es geht nicht, Kurt. Ich kann nicht mit. Die Leute reden zu viel. Ich verstehe wohl nicht richtig. Sollte das junge Glück unserer Freundschaft an so gleichgültigen Dingen scheitern? Bedenken Sie doch, Iffi. Was kümmern die Leute Sie? Sie haben ihr Loch, können hineinkriechen, wenn Sie wollen. Und wenn Sie tief genug steigen, hören Sie nichts. Kurt, davon verstehen Sie nichts. Ich habe da meine eigene Anschauung. Übrigens kommt noch etwas hinzu. Sie haben meine Unkenntnis in sehr wenig feiner Weise ausgebeutet. Sie haben sich für einen Rosenkäfer ausgegeben. Und gestern sagte mir die Wegschnecke, Sie seien ein Mistkäfer. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Die Wegschnecke hat sie bei einer Tätigkeit beobachtet, die ich hier nicht weiter kennzeichnen will. Sie werden verstehen, dass ich mich zurückziehe. Nein, das verstehe ich nicht. Ich wünsche, um meiner selbst willen geliebt zu sein und nicht um meiner Beschäftigung willen. Wie können Sie einen Mann danach beurteilen, wo er sich aufhält? Wenn es nicht gerade der Mist wäre, würde ich ein Auge zudrücken. Sie müssen auch bedenken, dass eine junge Witwe, deren Gatte erst vor 3 Tagen von der Spitzmaus gefressen worden ist, sich die denkbar größte Zurückhaltung auferlegen muss. Also leben Sie wohl. Und Iffi war plötzlich mit einem Ruck in ihrer Höhle verschwunden. So rasch, dass es schien, als habe ein Windstoß sie davon gerissen. Maya hatte nicht für möglich gehalten, dass jemand so rasch in einem Loch verschwinden könnte. Jetzt war Iffi fort. Und der Käfer starrte mit verblüfftem Gesicht in die leere, dunkle Öffnung und sah so dumm dabei aus, dass Maya lachen musste. Für Charakter und gediegene Lebensführung hat heute niemand mehr Sinn. Iffi ist herzlos. Ich habe nicht gewagt, es mir einzugestehen, aber es ist der Fall. Aber wenn sie in der Tat nicht das Herz hat, meine Freundin zu sein, so sollte sie wenigstens den Verstand dazu haben. Maya sah, wie Tränen in seine Augen traten und ihr Herz wurde von Mitleid ergriffen. Aber plötzlich kam Bewegung in Kurt. Er wischte die Tränen aus den Augen und trat vorsichtig hinter einen Erdhaufen. Maya sah einen kleinen rötlichen Regenwurm durch die Gräser kommen. Sie erschrak sehr, als Kurt plötzlich einen Schritt aus seinem Versteck hervormachte, den Wurm ergriff und ihn in 2 Hälften zerbiss. Er begann gelassen, die eine Hälfte zu verzehren. Aber während er kaute, schien er wieder an Iffi zu denken, die er für alle Zeiten verloren hatte, und große Tränen rollten über seine Backen. Die kleine Maya in ihrem Versteck bedauerte ihn herzlich. Da sah sie, dass die eine Wurmhälfte, die Kurt in seiner Bekümmernis zur Seite gelegt hatte, sich eilig entfernte. Nein, sowas. Machen Sie Platz. Aber ich sitze Ihnen ja gar nicht im Weg. Wo sitzen Sie denn? Sie müssen doch irgendwo sitzen. Hier oben.
über ihn in der Blume. Ich will es Ihnen glauben, aber ich bin kein Grashüpfer. Ich kann mich unmöglich so weit nach oben umdrehen, dass ich Sie sehe. Weshalb haben Sie denn geschrien? Na, die eine Hälfte vom Wurm läuft fort. Ja, ja, diese Tiere sind sehr regsam. Ich habe keinen Appetit mehr. Damit warf er den Rest des Wurms fort, den er noch in seinen Händen gehalten hatte, und dieser übrig gebliebene Teil entfernte sich nach der anderen Seite. Maya wurde ganz verwirrt, aber Kurt schien mit dieser Eigenart des Wurms vertraut zu sein. Sie müssen nicht denken, dass ich immer Wurm esse. Aber es finden sich nicht überall Rosen. Sagen Sie doch wenigstens dem Kleinen, wo seine andere Hälfte hingelaufen ist. Was das Schicksal trennt, soll man nicht wieder zusammenfügen. Wer sind Sie? Ich bin Maya, vom Volk der Bienen. Das ist mir angenehm. Ich habe nichts gegen die Bienen. Weshalb sitzen Sie denn da herum? Das tun doch sonst die Bienen nicht. Sitzen Sie da schon lange? Ich habe hier geschlafen. So, hoffentlich haben Sie einen tiefen und gesunden Schlaf. Sie sind wohl eben erst erwacht. Warten Sie, wenn ich mich etwas an jenem Grashalm aufrichte, werde ich Sie sehen können. Und Sie können mir in die Augen schauen. Das wollen Sie doch jedenfalls gern. Doch, das wäre mir sehr angenehm. Kurt fand einen geeigneten Halm. Es war der Stiel einer Butterblume. Und da die Blüte sich etwas zur Seite neigte, konnte Maya ihn ansehen, als er sich nun auf die Hinterbeinchen stellte und zu ihr emporschaute. Sie fand, dass er ein freundliches und liebes Gesicht hatte. Ganz jung schien er nicht mehr zu sein und er war etwas voll in den Backen. Nun verbeugte er sich, sodass die Blume ein wenig schaukelte und stellte sich vor. Kurt, von der Familie der Rosenkäfer. Die kleine Maya musste heimlich lachen, denn sie wusste nur zu gut, dass Kurt ein Mistkäfer war. Aber da sie ihn nicht kränken wollte, sagte sie nichts darüber. Macht Ihnen der Regen nichts aus? Oh nein, das bin ich von den Rosen her gewohnt. Da regnet es meistens. Ein wenig muss ich ihn doch für seine dreisten Lügen strafen. Er ist doch ein recht eitler Geselle. Kurt, was ist das da eigentlich für ein Loch unter dem Blatt? Ein Loch? Sprechen Sie von irgendeinem Loch? Es gibt sehr viele Löcher. Es wird so ein Loch sein, irgend so eins. Sie machen sich keine Vorstellung, wie viele Erdlöcher es gibt. Aber in der heimlichen Bestürzung, in die er geraten war, ereignete sich etwas ganz Furchtbares. Kurt hatte in seinem Eifer und in seinem Bemühen, sich möglichst gelassen zu stellen, das Gleichgewicht verloren. Maya hörte ihn verzweifelt aufschreien und gleich darauf sah sie ihn auf dem Rücken liegen und mit Armen und Beinen hilflos und kläglich in der Luft zappeln. Es ist aus mit mir. Ich bin nicht in der Lage, mich wieder aufzurichten. Ich werde sterben müssen. Ein bejammernswerteres Geschick ist nie vorgekommen. Er klagte so laut, dass er Mayas Trostworte nicht verstand. Ich halte diese Lage nicht aus. Schauen Sie wenigstens fort. Quälen Sie nicht einen Sterbenden durch zudringliche Blicke. Ach, wenn ich wenigstens einen der Grashalme erreichen könnte oder den Stiel der Butterblume. Ja. Wer kann sich an der Luft festhalten? Das kann niemand. Warten Sie, ich will versuchen, Sie aufzurichten. Es muss doch gehen, wenn ich mich anstrenge. Ja. Aber Kurt, lieber Kurt, schreien Sie doch nicht so. Hören Sie mich an. Ja. Wenn ich Ihnen einen kleinen Grashalm niederbiege und reiche Ihnen das äußerste Ende, würden Sie sich dann helfen können? Kurt jammerte nur und verstand sie nicht. Er war vor Todesangst ganz von Sinnen. Da flog die kleine Maya trotz des rieselnden Regens aus ihrem Versteck nieder, suchte einen schmalen grünen Grashalm, der in Kurts Nähe wuchs, und klammerte sich an der äußersten dünnen Spitze fest. Sie jubelte vor Freude, als der Halm sich unter ihrer Last so niederbog, dass er gerade quer über den zappelnden Kurt sank. »Halten Sie sich fest!« Kurt fühlte etwas über seinem Gesicht und griff hastig zu. Erst mit einer Hand, dann mit beiden und endlich auch mit den Beinchen, die prächtige scharfe Krallen hatten, jedes zwei. Langsam zog er sich immer weiter daran hin, bis er die Wurzel des Halms erreicht hatte und dort, wo der Halm stärker und dicker war, konnte er sich aufrichten. Er atmete tief auf. Mein Gott, das war ganz schrecklich.
Ohne meine Geistesgegenwart wäre ich zweifellos ein Opfer ihrer Geschwätzigkeit geworden. Geht es Ihnen besser? Danke, danke. Wenn dieses Schwindelgefühl weicht, werde ich Ihnen genau Auskunft geben. Aber Maya erfuhr die Antwort auf ihre Frage nicht mehr. Denn es kam eine Grasmücke durch die Halme geflattert, die auf der Jagd nach Insekten war. Die kleine Biene drückte sich fest an den Boden und verhielt sich ganz still, bis der Vogel vorüber war. Als sie sich später nach Kurt umsah, war er weitergewandert. Und da machte auch sie sich auf und flog davon, denn es hatte aufgehört zu regnen und der Tag war hell und warm. Heute werde ich einem Menschen begegnen. An solchen Tagen sind sicher auch die Menschen unterwegs, um sich in der hellen Natur zu erfreuen. Es waren ihr noch niemals so viele Insekten begegnet. Es war ein Kommen und Treiben, ein Summen, Lachen und Jubeln in der Luft, das man unwillkürlich mit einstimmen musste. Die kleine Maya ließ sich endlich in einem Graswald nieder, in dem vielerlei Blumen und Pflanzen wuchsen. Die höchsten waren die weißlichen Blütenbüschel der Schafgarbe und Mohnblumen, die knallrot und leuchtend eine große Anziehungskraft ausübten. Als Maya ein wenig Honig aus einer Akeleiblume genommen hatte und eben im Begriff war, weiter zu fliegen, begegnete ihr auf einem Grashalm, der sich zu ihrer Blume hinüberbog, ein ganz seltsamer Geselle. Er war über und über grün, und seine listigen Augen hatten etwas Freches und Erstauntes zugleich, aber man konnte wohl sagen, dass sie nicht boshaft, sondern viel eher gutmütig waren. Nun, Mamsell, Sie haben wohl noch keinen Grashüpfer gesehen? Oder legen Sie Eier? Was fällt Ihnen ein? Wie sollte ich auf diesen Gedanken kommen? Auch wenn ich es könnte, würde ich es niemals tun. Wie sollte ich den heiligen Pflichten der Königin in so leichtsinniger Weise vorgreifen? Der Grashüpfer duckte sich etwas zusammen und machte ein ganz unbeschreiblich komisches Gesicht, so dass Maya trotz ihres Verdrusses lachen musste. Mamsell, nein, sowas, Sie sind aber eine... Warum lachen Sie denn? Sie können doch nicht im Ernst verlangen, dass ich Eier legen soll und noch dazu hier auf dem Rasen. Hoppla! Und fort war er. Maya war ganz verdutzt. Hoch in die Luft hatte er sich geschwungen, ohne seine Flügel zu brauchen. In einem riesigen Bogen und, wie es Maya erschien, in einer an Wahnsinn grenzenden Tollkühnheit. Aber da war er schon wieder. Sie hatte nicht sehen können, woher er kam, aber nun saß er neben ihr auf dem Blatt der Akeleiblume. Er betrachtete sie von allen Seiten, von hinten und von vorn. Nein, Sie können allerdings keine Eier legen. Sie sind nicht darauf eingerichtet. Sie haben keinen Legestachel. Was? Keinen Legestachel? Ja, natürlich. Fallen Sie nur nicht von Ihrem Podium, Mamsell. Sie sind eine Wespe, nicht wahr? Schockschwere Not. Hoppla! Und fort war er. Man wird ganz nervös über so eine Person, dachte Maya und beschloss, fortzufliegen. Solange sie denken konnte, war ihr eine solche Beleidigung noch nicht widerfahren. Mit einer Wespe verwechselt zu werden, bedeutete ihr die größte Schmach. Mit diesem nutzlosen Raubgesindel, mit diesem Diebsvolk, diesen Landstreichern. Es war in der Tat empörend. Aber da war der Grashüpfer plötzlich wieder da. Mamsell, Mamsell, Sie müssen entschuldigen, dass ich zuweilen das Gespräch unterbreche. Aber plötzlich packt es mich. Ich muss springen, um die Welt muss ich springen, wohin es immer sei. Kennen Sie das nicht auch? Nicht wahr? Wer sind Sie denn nur? Sie sind schrecklich aufregend. Aber man kennt mich doch überall. Ich bin in dieser Gegend fremd, sonst würde ich Sie sicher kennen. Aber ich bitte Sie, sich zu merken, dass ich zur Familie der Bienen gehöre und dass ich durchaus keine Wespe bin. Oh Gott, das ist doch dasselbe. Sie sind ungebildet. Schauen Sie sich doch einmal eine Wespe an. Was könnte mich wohl dazu veranlassen? Wohin würde es führen, wenn ich mir Unterschiede merke, die nur in der Einbildung existieren? Sie fliegen in der Luft herum, stechen alles, was in Ihre Nähe kommt und können nicht springen. Genauso ist es mit den Wespen. Wo liegt also der Unterschied? Hoppla! Jetzt fliege ich aber. Mamsell, morgen ist Wettspringen im Garten des Pfarrers Sündepiek. Wollen Sie eine Freikarte, um zuschauen zu können? Meine Alte hat deren noch zwei. Gegen ein Kompliment gibt sie eine her.
Ich hoffe, den bestehenden Rekord zu schlagen. Ich interessiere mich nicht für sein Gehüpfe. Wer fliegen kann, hat höhere Interessen. Der Grashüpfer grinste, dass man es förmlich zu hören glaubte. Überschätzen Sie sich nicht, Mamsell. Die meisten Tiere der Welt können fliegen, aber springen können die wenigsten. Sie haben keinen Überblick über die Interessen der Mitwelt. Den Wunsch nach einem hohen, eleganten Sprung finden Sie sogar bei den Menschen. Kürzlich sah ich dem Pfarrer Sündepiek fast einen Meter hochspringen, um einer kleinen Schlange zu imponieren, die vor ihm über den Weg lief. Seine Verachtung gegen alles, was nicht springen war, ging dabei so weit, dass er seine Pfeife fortschleuderte, ohne die kein Pfarrer leben kann. Begreifen Sie diesen Ehrgeiz? Ich habe Grashüpfer gekannt und sie gehörten zu meiner Familie, die 300 Mal so hoch sprangen, als sie selbst groß waren. Ja, nun stauben sie und sagen kein Wort mehr und bereuen innerlich alles, was sie eben vorgebracht haben und was sie eventuell noch hätten behaupten wollen. 300 Mal so hoch, als er groß war. Muten Sie so etwas mal jemandem zu? Selbst das größte Tier der Welt, der Elefant, ist nicht in der Lage, einen solchen Sprung auszuführen. Nun, da schweigen Sie. Habe ich nicht gesagt, dass Sie schweigen würden? Aber wie soll ich denn reden, wenn Sie nicht einen Augenblick still sind? Reden Sie also. Hoppla! Da musste die kleine Maya trotz ihres Verdrusses doch lachen. So etwas war ihr noch niemals begegnet. So sehr der Grashüpfer sie durch sein scherzhaftes Benehmen in Erstaunen setzte, so bewunderte sie doch seine Welterfahrenheit und seine großen Kenntnisse. Wenn sie es auch mit dem Springen nicht hielt wie er, so war sie doch verwundert über all die Neuigkeiten, die sie in der kurzen Unterhaltung erfahren hatte. Wenn der Grüne nur etwas zuverlässiger gewesen wäre, sie hätte ihn gar zu gern nach diesem oder jenem gefragt. Oft erleben wirklich diejenigen am meisten, dachte sie, die am wenigsten damit anzufangen wissen. Ob er die Sprache der Menschen verstehen konnte, da er doch ihre Namen wusste? Danach wollte sie ihn fragen, wenn er noch einmal zurückkam, und auch danach, wie er über eine Annäherung dachte und über den Versuch, den Menschen in seiner Behausung aufzusuchen. Mamsell! Mein Gott, wo kommen Sie nur immer her? Aus der Umgegend. Aber ich bitte Sie, springen Sie denn so aufs Geratewohl in die Welt, ohne zu wissen, wohin es Sie führt, ohne den Ort zu kennen, wo Sie ankommen? Natürlich, was denn sonst? Können etwa Sie in die Zukunft sehen? Das kann niemand, nur der Laubfrosch kann es, aber der sagt nicht wie. Was Sie alles wissen, das ist einfach großartig. Verstehen Sie auch die Sprache der Menschen? Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist, Mamsell. Denn es ist noch nicht nachgewiesen, ob die Menschen eine Sprache haben. Sie stoßen zuweilen Laute aus, deren abscheuliche Klanglosigkeit mit nichts zu vergleichen ist. Offenbar verständigen sie sich dadurch. Was man ihnen lassen muss, ist ein aufrichtiges Verlangen nach erträglichen Stimmen. Ich beobachtete zwei Knaben, die Grashalme zwischen ihre Finger nahmen und mit ihrem Mund Luft darauf bliesen, sodass ein surrender Ton entstand, der dem Zirpen einer Grille vielleicht verglichen werden könnte. Aber er blieb weit dahinter zurück. Jedenfalls tun sie, wie sie können. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Ich weiß immerhin mancherlei. Und er grinste die kleine Maya an, dass man es förmlich hörte. Aber als er nun das nächste Mal unversehens davonsprang, blieb er aus. Und die Biene wartete eine Weile vergeblich auf ihn. Sie suchte ringsum im Gras und in den Blumen, aber es war unmöglich, ihn wiederzufinden. Die ältere Bienendame, die der kleinen Maya behilflich war, als sie zum Leben erwachte und aus ihrer Zelle schlüpfte, hieß Cassandra und hatte großes Ansehen im Stock. Sie wusste nicht recht, woher es kam, aber sie hatte eine ganz besondere Liebe zu der kleinen Maya gefasst, wie sie sich kaum erinnerte, jemals für eine andere junge Biene gefühlt zu haben. Und so mag es denn wohl gekommen sein, dass sie der kleinen Maya mehr sagte und erzählte, als für gewöhnlich die Bienen an ihrem ersten Lebenstag hören. Sie gab ihr vielerlei besondere Ratschläge, warnte sie vor den Gefahren der argen Welt draußen und nannte ihr die gefährlichsten Feinde,
die das Volk der Bienen hat. Endlich sprach sie auch lange von den Menschen und legte in das Herz der jungen Biene die erste Liebe zu ihnen und den Keim einer großen Sehnsucht, sie kennenzulernen. Das war einmal ein Tag. Morgens ganz früh hatte es getaut. Dann war die Sonne über dem Wald aufgegangen und hatte ihre Strahlen schräg über den grünen Graswald geschickt, so dass ein Glitzern und Funkeln begann, dass man vor Seligkeit und Entzücken über den Anblick von solcher Pracht nicht wusste, was man sagen oder tun sollte. Mit einem hellen Jubel voll Lebensfreude schwang sich die kleine Maja an diesem Morgen in den Sonnenschein hinaus, um zu erfahren, was dieser neue, schöne Tag ihr bringen würde. In der Nähe schimmerte das rote Ziegeldach eines Bauernhauses, aus dessen Schornsteinen ein bläulicher Rauch in den Sonnenschein emporzog. Nun schien es der kleinen Maja ganz unvermeidlich, dass sie endlich einem Menschen begegnen müsste. War sie nicht bis unmittelbar in seinen Machtbereich vorgedrungen? Sicherlich war dieser Baum sein Eigentum und die seltsamen Holzgeräte im Schatten darunter gehörten zu seinem Stock. Da summte es neben ihr und eine Fliege ließ sich auf ihrem Blatt nieder. Sie lief eine Weile auf dem grünen Geäder herum, immer in kleinen Stößen, so dass man die Bewegungen ihrer Beine nicht sah und fast glauben konnte, sie rutsche rasch und aufgeregt hin und her. Zuweilen schwang sie sich für ein ganz kleines Stückchen urplötzlich in die Luft, brummte dabei geradezu leidenschaftlich, als sei etwas Unerhörtes geschehen oder als bewegte sie das größte Vorhaben der Welt, ließ sich dann aber wieder nieder und machte wieder ihre sprunghaften Laufstrecken, als sei nichts geschehen. Dann wieder saß sie ganz still, als ob sie plötzlich erstarrt wäre. Maja sah zu, was die Fliege da in der Sonne tat. Endlich näherte sie sich ihr. Ich wünsche guten Tag und heiße Sie auf meinem Blatt willkommen. Soviel ich weiß, sind Sie eine Fliege. Was denn sonst? Ich heiße Puck, ich bin sehr beschäftigt. Wollen Sie mich vertreiben? Oh nein, es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Das glaube ich. Ich bin übrigens eine Stubenfliege. Mhm. Ich weile hier nur in der Sommerfrische. Wie interessant. Da kennen Sie sicherlich den Menschen. Den kenne ich wie meine Hosentasche. Ich sitze täglich darauf. Ja, aber wissen Sie denn das nicht? Mhm. Ihr Bienen seid doch sonst so gescheit. Ihr glaubt es wenigstens zu sein. Ich heiße Maja. Es ist schon gut. Heißen Sie, wie Sie wollen. Dumm sind Sie jedenfalls. Puck saß da wie eine Kanone, die gerade abgefeuert werden sollte. Der Kopf und die Brust ragten empor und die unterste Spitze ihres Leibes berührte das Blatt. Dann plötzlich duckte sie sich zusammen, so dass es aussah, als habe sie keine Beine. Vorsichtig muss man sein, darauf kommt es an. Aber in der kleinen Maja wallte es nach der Kränkung, die Puck ausgesprochen hatte, zornig empor. Ohne dass sie recht wusste, was sie eigentlich trieb, schwang sie sich blitzschnell auf Puck zu, ergriff sie beim Kragen und hielt sie fest. Ich werde Sie lehren, gegen eine Biene höflich zu sein. Stechen Sie nicht. Das ist das Einzige, was Sie können. Aber es schadet. Bitte nehmen Sie Ihren Hinterleib weg, so weit als möglich. Darin sitzt der Stachel. Und lassen Sie mich los, wenn es Ihnen möglich ist. Ich will alles tun, was Sie wollen. Verstehen Sie denn keinen Scherz? Es weiß doch jeder, dass ihr Bienen unter den Insekten die angesehensten seid, die mächtigsten und die zahlreichen. Nur nicht töten, wenn ich bitten darf. Es wäre nachher nicht mehr gut zu machen. Herrgott, dass niemand für meinen Humor Verständnis hat. Gut, ich werde Sie leben lassen. Wenn Sie mir vom Menschen alles sagen, was Sie wissen. Gut, ich hatte es ohnehin vor, aber jetzt lassen Sie los. Maja tat es. Es war ihr plötzlich gleichgültiger geworden. Sie hatte Vertrauen und Achtung vor der Fliege verloren. Was so ein Gesindel in Erfahrung bringt, dachte sie, hat für ernste Leute kaum Wert. Ich werde wohl doch selber sehen müssen, welche Bewandtnis es mit dem Menschen hat. Aber die Fliege Puck wurde jetzt doch um vieles erträglicher, nachdem sie diese ernste Lehre empfangen hatte. Zu Anfang ordnete sie unter Gebrumm und Schelten ihre Fühler, Flügel und die Härchen ihres schwarzen Körpers.
Alles war sehr in Unordnung geraten, denn die kleine Maja hatte fest zugepackt. Zum Schluss ließ Puck seinen Rüssel ein- und ausfahren. Etwas, was Maja noch niemals gesehen hatte. Verstaucht. Total verstaucht ist der Rüssel. Das kommt von dieser Erregtheit, mit der Sie vorgehen. Sehen Sie selbst, unten die Saugplatte sieht aus wie ein verbogener Blechteller. Haben Sie eine Saugplatte? Ach Gott, selbstverständlich. Was wollen Sie also von den Menschen wissen? Das mit dem Rüssel wird sich schon geben. Ich denke, am besten erzähle ich Ihnen aus meinem Leben. Da ich unter Menschen groß geworden bin, werden Sie schon erfahren, was Sie wissen wollen. Sie sind unter Menschen groß geworden? Aber ja doch. In ihre Stubenecke legte meine Mutter das Ei, aus dem ich gekrochen bin. Auf ihren Gardinen habe ich die ersten Gehversuche gemacht und von Schiller bis Goethe probierte ich die Kraft meiner Flügel zum ersten Mal. Maja fragte, was Schiller und Goethe seien und Puck erklärte es ihr überlegen. Das seien die Statuen zweier Menschen, die sich offenbar besonders ausgezeichnet hätten. Sie stünden unter dem Spiegel rechts und links und würden von niemand beachtet. Nun wollte Maja wissen, was ein Spiegel sei und warum diese beiden Statuen darunter stünden. Im Spiegel sieht man sich an seinem Bauch, wenn man darauf kriecht. Es ist sehr amüsant. Wenn die Menschen vor ihnen hintreten, fahren sie sich entweder in die Haare oder sie reißen an ihrem Bart. Wenn sie allein sind, lächeln sie hinein. Aber wenn noch jemand im Zimmer ist, so machen sie ernste Angesichter. Den Zweck weiß ich nicht. Ich habe ihn nie ergründen können. Es scheint eine unnötige Spielerei der Menschen zu sein. Ich selbst habe in meinen ersten Lebenstagen sehr darunter gelitten, weil ich hineinflog und natürlich auf das Heftigste zurückgeschleudert wurde. Sie sind doch sicher einmal über eine blanke Wasserfläche geflogen. Mhm. So etwa ist ein Spiegel, nur aufrecht und hart. Die kleine Fliege wurde um vieles freundlicher, nun da sie merkte, dass Maja ihr zuhörte und dass ihre Erfahrungen Beachtung fanden. Und wenn Maja auch keineswegs alles glaubte, was sie von der Fliege hörte, so bereute sie es doch, so gering von ihr gedacht zu haben. Andere sind oft um vieles gescheiter, als wir anfangs glauben, dachte sie. Es dauerte lange, bis ich die Sprache der Menschen verstehen lernte. Man lernt sie schwer, ohne gewissermaßen mit den Menschen auf Du zu stehen. Jetzt weiß ich endlich, was sie wollen. Viel ist es nicht. Gewöhnlich sagen sie jeden Tag dasselbe. Aber das kann ich mir gar nicht denken. Die Menschen haben doch so vielerlei Interessen. Sie sind reich an Gedanken und groß an Taten. Ich habe von Cassandra gehört, dass sie Städte bauen, die größer sind, als man sie an einem Tag umfliegen kann. Türme, die so hoch sind wie der Brautflug unserer Königin. Häuser, die auf dem Wasser schwimmen und andere, die schneller als ein Vogel über das Land dahin gleiten, auf zwei schmalen, silbernen Straßen. Halt! Wer ist denn überhaupt Cassandra? Wer ist das, wenn ich fragen darf? Nun? Ach so, es ist meine Erzieherin gewesen. Eine Erzieherin, Wahrscheinlich also eine Biene. Mhm. Wer anders könnte zu solcher Überschätzung des Menschen kommen? Dieses Fräulein Cassandra, oder wie sie sich rufen lässt, hat keine geschichtliche Kenntnis. Die Einrichtungen der Menschen, von denen Sie eben gesprochen haben, sind sämtlich ohne besonderen Wert für uns. Wer wird die Welt so unpraktisch sehen, wie Sie es tun? Wenn Sie nicht von der Voraussetzung ausgehen, dass die Erde von den Fliegen beherrscht wird, dass die Fliegen das verbreitetste und wichtigste Geschlecht sind, werden Sie die Welt kaum richtig erkennen lernen. Zählen Sie in einer Stube die Menschen und die Fliegen. Das Resultat wird Sie in ungeahnter Weise in Erstaunen setzen. Vielleicht haben Sie recht, aber darauf kommt es nicht an. Glauben Sie übrigens, ich sei diesjährig? Ich weiß es nicht. Ich habe überwintert. Meine Erfahrungen gehen bis in die Eiszeit. Sie führen gewissermaßen mitten hindurch. Darum weile ich jetzt hier zur Erholung. Mut haben Sie jedenfalls. Oh ja, die Fliegen sind das kühnste Geschlecht, das die Erde bevölkert. Mhm. Sie werden überall sehen, dass wir stets nur dann flüchten, wenn es besser ist. Aber wir kommen immer wieder. Haben Sie schon einmal auf einem Menschen gesessen? Nein, ich habe kein Interesse daran. Weil Sie es nicht kennen, meine Liebe. Wenn Sie einmal das muntere Spiel beobachtet hätten, das ich daheim mit den Menschen treibe, so würden Sie vor Neid auswandern. Trotzdem will ich es Ihnen erzählen.
In meinem Zimmer wohnt ein älterer Mensch, der die Farbe seiner Nase durch ein eigenartiges Getränk pflegt, das in einem Eckschrank verborgen ist. Mhm. Es duftet betäubend und süß. Wenn er darauf zugeht, um es sich zu holen, lächelt er. Und die Augen werden klein. Er nimmt ein Gläschen und wenn er trinkt, schaut er zur Decke herauf, ob ich schon da bin. Ich nicke ihm zu und er fährt sich mit der Hand über Stirn, Nase und Mund, um mir anzudeuten, wo ich später sitzen soll. Dann blinzelt er und reißt den Mund auf, soweit er kann, und zieht die Vorhänge am Fenster zu, damit die Nachmittagssonne uns nicht stört. Endlich legt er sich auf ein Ruhebett, das Sofa genannt wird, und stößt nach kurzer Zeit dumpfe, krächzende Laute aus, die er sicher für schön hält. Darüber wollen wir ein andermal reden. Es ist der Schlummergesang des Menschen. Für mich ist es das Zeichen, mich zu nähern. Zunächst nehme ich meinen Anteil aus dem Glase, die er für mich zurückgelassen hat. Solch ein Tröpflein hat etwas außerordentlich Belebendes. Ich verstehe den Menschen. Dann fliege ich hinzu und nehme auf der Stirn des Ruhenden Platz. Sie liegt zwischen der Nase und dem Haar und dient zum Denken. Man sieht es an den langen Falten, die sich wie Furchen von rechts nach links ziehen und die beim Denken bewegt werden müssen, wenn etwas Rechtes dabei herauskommen soll. Auch wenn der Mensch verdrießlich ist, zeigt es sich dort. Aber dann laufen die Furchen von oben nach unten und über der Nase bildet sich eine runzlige Erhöhung. Sobald ich sitze und in den Furchen hin und her laufe, fängt der Mensch an, mit der Hand in die Luft zu greifen. Er meint, ich sei dort irgendwo. Weil ich auf seinen Denkfalten sitze, kann er nicht so rasch herausbringen, wo ich mich eigentlich befinde. Aber endlich kommt er dahinter. Er knurrt und greift nach mir. Na wissen Sie, Fräulein Maja, oder wie Sie sich rufen lassen, da muss man sich vorsehen. Ich sehe die Hand kommen, aber ich warte bis zuletzt. Dann mache ich rasch einen geschickten Flug zur Seite, setze mich und schaue zu, wie er nachfühlt, ob ich noch da bin. So geht es oft eine halbe Stunde lang. Sie haben keine Ahnung, welch eine Ausdauer der Mensch hat. Endlich springt er auf und lässt allerlei Worte hören, die von seiner Undankbarkeit Zeugnis ablegen. Aber was wollen Sie? Ein edles Herz rechnet nicht auf Entgelt. Ich bin dann schon wieder oben an der Zimmerdecke und höre zu, wie er undankbar ist. Ich kann nicht eben sagen, dass mir das sonderlich gefällt. Ist es nicht recht unnütz? Soll ich etwa eine Honigfarbe auf seiner Nase anbauen? Sie haben keinen Humor, meine Liebe. Was tun Sie denn Nützliches? Die kleine Maja wurde über und über rot, aber sie fasste sich schnell, um Puck ihre Verlegenheit nicht merken zu lassen. Es wird ein Tag kommen, an dem ich etwas Schönes und Großes tue, das gut und nützlich ist. Aber erst will ich sehen, was in der Welt vorgeht. Ich weiß es tief im Herzen, dass es so kommen muss. Und als die kleine Maja dies ausrief, fühlte sie, wie es heiß in ihr emporwallte vor Hoffnung und Begeisterung. Aber Puck schien gar nicht zu verstehen, wie ernst es ihr war und was sie innerlich bewegte. Sie machte ihre aufgeregten kurzen Laufstrecken hin und her und meinte endlich: Haben Sie vielleicht etwas Honig bei sich, meine Gute? Es tut mir sehr leid. Ich würde Ihnen gern etwas geben, zumal Sie mich so freundlich unterhalten haben. Aber ich habe nichts. Dürfte ich vielleicht noch eine Frage stellen? Schießen Sie los, ich antworte immer. Ich möchte von Ihnen wissen, wie ich in die Behausung des Menschen gelangen kann. Sie müssen hineinfliegen. Aber wie gelingt es mir ohne Gefahr? Warten Sie, bis eins der Fenster geöffnet ist. Aber merken Sie sich den Ausgang. Sollten Sie ihn nicht wiederfinden, so fliegen Sie später am besten dem Licht nach. Fenster finden Sie an jedem Haus genug. Mhm. Sie brauchen nur darauf zu achten, wo die Sonne sich spiegelt. Wollen Sie denn schon fort? Ja, leben Sie wohl und erholen Sie sich recht. Ich habe noch allerlei vor. Und mit ihrem vertrauten leisen Summen, das immer ein wenig sorgenvoll klang, hob die kleine Maja ihre glänzenden Flügel und flog in den Sonnenschein hinaus auf die Blumenwiesen, um ein wenig Nahrung zu sich zu nehmen.
Eines Tages begegnete ihr in einem Himbeergebüsch ein merkwürdiges Tier. Es war eckig und seltsam platt, hatte aber eine hübsche Zeichnung auf dem Rückenschild, von dem man nicht recht sagen konnte, ob es Flügel waren oder nicht. Das seltsame kleine Ungeheuer saß ganz still mit halb geschlossenen Augen auf einem Blatt im Schatten, im Duft der Himbeeren und schien nachzudenken. Maja wollte wissen, was das für ein Tier war. Sie flog ganz in die Nähe, setzte sich auf ein benachbartes Blatt und grüßte. Die Fremde antwortete nicht. Sie? Sagte Maja und stieß das Blatt der Fremden an, sodass es etwas wackelte. Da öffnete das platte Geschöpf langsam ein Auge, schaute Maja damit an und sagte: Eine Biene. Nun ja, es gibt viele Bienen. Und dann machte es sein Auge wieder zu. Wie eigenartig, dachte Maja erstaunt, aber sie beschloss doch, hinter das Geheimnis der Fremden zu kommen. Nun war sie erst recht interessant geworden, wie Leute es oft werden, die nichts von uns wissen wollen. Maja versuchte es mit etwas Honig. Ich habe reichlich, wenn ich Ihnen vielleicht etwas anbieten darf. Die Fremde machte ihr Auge wieder auf und schaute Maja eine Weile sinnend an. Wer immer Sie sein mögen, merken Sie sich, dass man in der Insektenwelt einen Gruß zu erwidern pflegt. Ganz besonders aber dann, wenn er von einer Biene geboten wird. Es blieb ganz still und nichts rührte sich. Die Fremde machte ihr Auge nicht mehr auf. Dies Tier ist krank. Wie unangenehm, an einem so schönen Tag krank zu sein. Darum sitzt es auch im Schatten. Meine Liebe, was fehlt Ihnen? Da begann das fremde Tier sich fortzubewegen, auf ganz absonderliche Art, als ob es von einer unsichtbaren Hand geschoben würde. Es hat keine Beine, dachte Maja. Deshalb ist es so verstimmt. Am Stiel des Blattes machte es Halt, und nun sah Maja zu ihrer Verwunderung, dass es einen kleinen braunen Tropfen zurückgelassen hatte. Wie apart, dachte sie. Aber da verbreitete sich plötzlich ein furchtbarer Geruch in der Luft, der von diesem braunen Tropfen ausging. Die Biene wurde beinahe betäubt, so eindringlich und widerwärtig war dieser Geruch. Und so rasch sie konnte, flog sie empor und setzte sich auf eine Himbeere, hielt sich die Nase zu und schüttelte sich vor Aufregung und Entsetzen. Ja, warum lassen Sie sich mit einer Wanze ein? Lachen Sie nicht. Sie sah sich um. Über ihr auf einem feinen, schaukelnden Trieb des Himbeerbusches saß ein weißer Schmetterling. Er klappte seine großen Flügel langsam auf und wieder zu, lautlos und von der Sonne beglückt. Seine Flügel hatten schwarze Ecken, auch waren mitten darauf runde schwarze Punkte, auf jedem Flügel einer, so dass es zusammen vier waren. Maja hatte schon viele Schmetterlinge gesehen, aber sie hatte noch keinen kennengelernt. Vor Entzücken über seine Schönheit vergaß sie ihren Verdruss. Ach, Sie haben vielleicht ganz recht, wenn Sie lachen. War das eine Wanze? Aber sicher war es eine. Mit denen lässt man sich nicht ein. Sie sind wohl noch sehr jung. Nun, das will ich nicht gerade behaupten. Ich habe große Erfahrungen gemacht. Aber so ein Tier ist mir noch nicht vorgekommen. Wer tut denn sowas? Die Wanzen sind gern allein. Und weil sie im Allgemeinen nicht sehr beliebt sind, versuchen sie sich auf diese Art bemerkbar zu machen. Man würde sie sonst wahrscheinlich vergessen. Aber auf diese Art denkt man an sie. Das wollen sie jedenfalls. Wie schön ihre Flügel sind. So leicht und weiß. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Maja vom Volk der Bienen. Fritz, fliegen Sie mal. Soll ich fortfliegen? Oh nein, ich möchte nur sehen, wie Ihre großen weißen Flügel sich in der blauen Luft bewegen. Aber ich kann es ja auch später noch sehen. Wo wohnen Sie? Ich habe keine bestimmte Wohnung, man hat so viele Umstände damit. Seit ich ein Schmetterling bin, ist das Leben erst wirklich schön.
Früher, als ich eine Raupe war, kam man den ganzen Tag nicht von den Kohlblättern herunter, fraß und zankte sich. Wie meinen Sie das? Na, früher war ich eine Raupe. Ausgeschlossen. Na, hören Sie mal, das weiß doch jeder. Das weiß sogar der Mensch. Da müssen Sie sich erst deutlicher erklären. So ohne weiteres werde ich das nicht glauben. Das können Sie nicht verlangen. Der Schmetterling setzte sich neben die Biene auf den kleinen, schwankenden Zweig des Busches und sie schaukelten nebeneinander im Morgenwind. Er erzählte ihr, wie er eines Tages als Raupe begonnen habe, sich einzuspinnen, bis nichts mehr kenntlich war als eine unscheinbare braune Hülle, die Puppe genannt würde. Und nach wenig Wochen erwachte ich aus meinem dunklen Schlaf und zerbrach meine Hülle. Ich kann Ihnen niemals schildern, Maja, wie einem nach so einer Zeit zumute ist, wenn man plötzlich die Sonne wieder sieht. Mir war zumute, als verging ich in einem warmen, goldenen Meer. Und ich habe mein Leben so geliebt, dass ich Herzklopfen bekam. Das kann ich verstehen. Es ist mir ebenso gegangen, als ich zum ersten Mal aus unserer düsteren Stadt in den hellen Blütenduft hinausflog. Man sagt uns oft nach, wir seien leichtsinnig. Aber im Grunde sind wir nur glücklich. Sie glauben nicht, wie ernst ich oft über das Leben nachdenke. Was haben Sie alles ausgedacht? Über die Zukunft denke ich nach. Mhm. Sie ist sehr interessant. Mhm. Aber nun will ich fliegen. Die Wiesen am Berghang stehen voll Glockenblumen und Schafgarbe. Alles blüht dort. Ich möchte dabei sein, wissen Sie? Maja verstand das gut und sie verabschiedeten sich und flogen nach verschiedenen Seiten davon. Der weiße Schmetterling lautlos und schaukelnd, als trüge ihn der sanfte Wind. Und die kleine Maja mit ihrem sorgenvollen Summen, das wir an schönen Tagen über den Blumen hören und nie vergessen können, wenn wir an den Sommer denken. In der Nähe der Baumhöhle, in der die Biene Maja ihre Sommerwohnung aufgeschlagen, hatte sich in der Rinde der Kiefer der Borkkäfer Fridolin mit seiner Familie angesiedelt. Maja kannte Fridolin schon lange. Eines Morgens kam er früh zu ihr, wie er es oft tat, und erkundigte sich danach, ob Maja gut geschlafen habe. Fliegen Sie heute nicht? Nein. Es ist zu windig. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Was bleibt einem übrig? Man muss sehen, dass man etwas erreicht. Ich bin auch mit dieser Kiefer nicht recht zufrieden. Ich hätte mich an eine Tanne heranmachen sollen. Wie geht es Ihren Kindern? Ich übersehe die Sache nicht mehr recht. Aber ich gebe mich der Hoffnung hin, dass alle gedeihen. Wie er so dasaß, ein kleiner brauner Mann mit seinem Brustschild, das aussah wie ein viel zu großer Kopf, und seinen kurzen, etwas gestutzten Flügeldecken, fand Maja, dass er beinahe etwas komisch wirkte. Aber sie wusste wohl, dass er ein gefährlicher Käfer war und den mächtigen Waldbäumen großen Schaden tun konnte. Ach, das Leben wäre schön, wenn es keine Spechte gäbe. Ja, ja, der Specht, das ist wahr. Er frisst auch, was er findet. Auch wenn es nur das wäre, wenn leichtsinnige Leute, die sich außen auf der Rinde umhertreiben, ihm als Beute zufielen, würde ich sagen, gut, schließlich will auch ein Specht leben. Aber ich finde es unverantwortlich, dass dieser Vogel einen bis unter die Rinde verfolgt, bis in die Schlupfwinkel und bis tief in unsere Gänge hinein. Nein, das kann er nicht. Dazu ist er zu groß, soviel ich weiß. Zu groß? Wer spricht von seiner Größe? Nein, meine Liebe, seine Größe ist es nicht, die uns besorgt macht, sondern seine Zunge. Maja machte große Augen und nun erfuhr sie von Fridolin, dass der Specht eine lange, dünne Zunge habe, rund wie ein Wurm und spitz und klebrig. 10-mal so lang wie ich es bin, kann er sie mindestens herausstrecken. Man denkt, jetzt ist sie zu Ende, da wird sie noch länger. Er schiebt sie gewissenlos, wie er ist, in alle Spalten und Risse der Rinde und denkt, vielleicht sitzt jemand darin. Sogar in unsere Kanäle dringt diese Zunge ein, Gott weiß es. Und was mit ihr in Berührung kommt, klebt daran fest und wird herausgezogen. Ich bin nicht feige, bestimmt nicht. Aber diese Tatsache macht mich doch recht besorgt. Ach, Sie mit Ihrem Stachel haben es gut. Jeder besinnt sich, ehe er sich in die Zunge stechen lässt. Fragen Sie, wen Sie wollen. Aber was soll unser einer sagen? Meine Cousine hat es durchgemacht. Wir hatten vorher einen kleinen Streit wegen meiner Frau gehabt. Ich weiß noch alles genau. Sie war bei uns auf Besuch und kannte die Wohnungsverhältnisse noch nicht so recht. Mit einmal hören wir den Specht scharren und klopfen. Es war einer von den kleineren Sorten. Er muss gerade bei unserem Bau angefangen haben, sonst hört man ihn gewöhnlich schon vorher und bringt sich in Sicherheit. Plötzlich höre ich meine bedauernswerte Cousine aus dem Dunkel schreien, Fridolin, ich klebe.
Oh, meine Cousine war es geschehen. Sie hieß Agathe. Fühlen Sie mal, wie mein Herz klopft. Sie hätten es nicht so rasch erzählen sollen. Was doch alles passiert in der Welt. Und die kleine Biene dachte an ihre eigenen Erlebnisse, die zurücklagen, und an alles, was ihr vielleicht noch begegnen könnte. Da fing plötzlich Fridolin an zu lachen. Maja sah sich überrascht nach ihm um. Passen Sie auf, jetzt kommt der Richtige den Baum herauf. Das ist einer, sage ich Ihnen. Nun, Sie werden ja sehen. Maja folgte seinen Blicken und sah ein merkwürdiges Tier langsam den Baum emporklimmen. Sie hatte niemals für möglich gehalten, dass es solche Tiere gab. Aber größer als ihr Erstaunen war anfangs ihre Angst und sie fragte Fridolin hastig, ob man sich verbergen müsste. Kein Gedanke. Bleiben Sie getrost sitzen und begrüßen Sie den Herrn höflich. Er ist sehr gelehrt und hat wirklich ernste Kenntnisse. Dabei ist er gutherzig und bescheiden und wie alle Leute, die so beschaffen sind, etwas komisch. Schauen Sie, was er tut. Wahrscheinlich denkt er nach. Er kämpft gegen den Wind, wenn ihm nur seine Beine nicht durcheinander geraten. Sind denn diese langen Fäden wirklich seine Beine? So was habe ich nie gesehen. Inzwischen war der Fremde näher gekommen und Maja erblickte ihn genauer. Eigentlich sah es aus, als käme er durch die Luft. So hoch hing sein kleiner, rundlicher Körper in den ungeheuer langen Beinen, die wie ein fadendünnes, bewegliches Gestell weit von ihm ab nach allen Seiten hin Halt suchten. Maja schlug die Hände zusammen. Na, sowas. Aber hätten Sie für möglich gehalten, dass so zarte Beine, dünn wie Haare, so beweglich und nützlich sein können, dass man sie wirklich gebrauchen kann und dass sie wissen, was sie tun sollen? Ich finde, das ist ein Wunder, Fridolin. Ach was. Wenn etwas komisch ist, so lacht man. Damit basta. Ich habe nicht recht Lust dazu. Oft lacht man über etwas und später stellt sich heraus, dass man es nur nicht recht verstanden hat. Da war der Fremde herangekommen. Er schaute von der Höhe seiner Beine aus all den spitzen Dreiecken heraus auf Maja nieder. Guten Morgen. Ein rechter Brausewind, meine zwei Herrschaften. Ein Zuglüftlein recht derber Art, nicht wahr? Oder? Wie? Meinten Sie vielleicht etwas anderes? Und er hielt sich fest, so gut er konnte. Fridolin verbarg sein Lachen. Aber die kleine Maja antwortete höflich, das sei auch ihre Meinung und deshalb sei sie heute nicht ausgeflogen. Dann stellte sie sich vor, der Fremde schielte durch seine Knie hindurch auf sie nieder. Maja, vom Volk der Bienen, das freut mich aufrichtig. Ich habe viel von den Bienen gehört. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich immer etwas in Verlegenheit gerate, wenn ich mich jemand vorstellen soll. Denn unsere sehr verbreitete Familie ist unter den verschiedensten Namen bekannt. Man nennt uns Weberknechte, Schneider oder Schuster. Jedenfalls gehöre ich zur Gattung der Spinnen und mein Rufname ist Hannibal. Die Namen der Spinnen haben einen bösen Klang bei allen kleineren Insekten. Maja konnte ihren Schreck nicht ganz verbergen, aber Hannibal schien nichts davon zu merken. Sie dachte, wenn es sein muss, fliege ich. Da kann er mir nachschauen. Flügel hat er nicht und sein Netz ist anderswo. Ich bin in Gedanken, sehr in Gedanken. Wenn Sie erlauben, trete ich etwas näher. Dort hinter dem großen Ast bin ich geschützt. Bitteschön. Fridolin verabschiedete sich, aber die kleine Biene wollte doch nun gerne wissen, was es mit Hannibal für eine Bewandtnis hätte. Was es doch alles für Tiere in der Welt gibt, dachte sie. Immer wieder entdeckt man irgendein Neues. Der Wind hatte etwas nachgelassen und die Sonne schien durch die Baumzweige. Irgendwo unten im Buschwerk stimmte ein Rotkehlchen sein Lied an und erfüllte den Wald mit Glück. Maja konnte es auf einem Zweig sitzen sehen. Sie sah, wie die Kehle sich beim Singen bewegte und der Vogel hatte sein Köpfchen emporgerichtet gegen das Licht. Wenn ich doch singen könnte, so wie dort das Rotkehlchen. Ich setzte mich auf eine Blume und täte es den ganzen Tag. Dabei würde etwas Nettes herauskommen, Sie mit Ihrem Gesang. Der Vogel sieht so glücklich aus. Sie sind eine fantastische Person.
Wenn alle Tiere sich etwas anderes wünschten, als sie können, so würde bald die Welt auf dem Kopf stehen. Denken Sie sich, ein Rotkehlchen glaubte, es müsste partout einen Stachel haben. Oder eine Ziege wollte herumfliegen und Honig sammeln. Dann käme am Ende noch der Frosch und wünschte solche Beine, wie ich sie habe. Nein, das meine ich nicht. Aber ich denke es mir wunderschön, alle Wesen so glücklich machen zu können, wie dieser Vogel es durch seinen Gesang kann. Aber was ist denn das? Herr, Sie haben ja ein Bein zu viel. Sie haben 7 Beine. Jetzt haben Sie es also glücklich doch gemerkt. Allerdings habe ich kein Bein zu viel, sondern eins zu wenig. Ja, haben Sie denn sonst 8 Beine? Wenn Sie erlauben, wir Spinnen haben 8 Beine. Wir brauchen sie und auch sonst. Es ist vornehmer. Mir ist eins abhanden gekommen. Schade um das Bein. Aber schließlich hilft man sich, so gut man kann. Es muss sehr unangenehm sein, ein Bein zu verlieren. Ich werde Ihnen mitteilen, wie es gekommen ist. Natürlich ist der Mensch dabei im Spiel, wie gewöhnlich, wenn etwas passiert. Unser einer sieht sich vor, aber der Mensch ist unvorsichtig und greift mitunter zu, als ob man ein Stück Holz wäre. Soll ich Ihnen erzählen, wie sich dieser beklagenswerte Vorfall zugetragen hat? Ach bitte, das wäre mir sehr interessant. Sie haben sicher ungemein viel erfahren. Das ist richtig. Jetzt passen Sie auf. Unser Geschlecht gehört zu den Nachtvölkern. Darüber werden Sie unterrichtet sein. Ich lebte damals in einem grünen Gartenhaus, das außen mit Efeu bewachsen war und in dem sich manche zerbrochene Fensterscheibe befand, sodass ich bequem ein- und aus konnte. Wenn es dunkel wurde, kam der Mensch durch den Garten, trug seine künstliche Sonne, die er Lampe nennt, in der einen Hand, in der anderen eine Flasche und unter dem Arm Papier. Außerdem hatte er noch eine kleine Flasche in der Tasche. Er stellte alles auf den Tisch und fing an nachzudenken, weil er seine Ansichten auf das Papier schreiben wollte. Sie werden sicher schon Papier gefunden haben, im Wald oder im Garten. Das Schwarze darauf hat der Mensch sich ausgedacht. Fabelhaft. Zu diesem Zweck braucht der Mensch seine beiden Flaschen. In die kleine steckt er einen Holzstab. Aus der großen trinkt er. Je mehr er trinkt, umso besser geht es voran. Er schreibt natürlich über uns alles, was er weiß und ist sehr eifrig. Aber viel kommt nicht dabei heraus, denn der Mensch hat bisher über uns Insekten nur recht wenig in Erfahrung gebracht. Über unser Seelenleben weiß er fast nichts. Und auf unser Herz und seine Ängste nimmt er nicht die kleinste Rücksicht. Sie werden hören. Denken Sie nicht gut vom Menschen? Doch, doch. Aber mit 7 Beinen wird man bitter. Ach so. Eines Abends war ich wie gewöhnlich in den Fensterwinkeln auf der Jagd. Und der Mensch saß vor seinen beiden Flaschen und versuchte etwas zustande zu bringen. Ich ärgerte mich schon darüber, dass eine große Anzahl der kleinen Fliegen und Mücken, von deren Fang ich zu meinem Lebensunterhalt abhängig bin, sich auf die künstliche Sonne des Menschen gesetzt hatte und hineinglotzte. Ungebildet, wie solche Tiere nun einmal sind. Na, ansehen würde ich mir sowas schließlich auch mal. Ansehen meinetwegen. Aber ansehen ist etwas ganz anderes als glotzen. Schauen Sie sich doch einmal die Torheiten an, die das Gesindel bei einer Lampe treibt. Dass Sie 20 Mal mit dem Kopf dagegen rennen, ist noch eine Kleinigkeit. Manche tun es so lange, bis sie sich ihre Flügel verbrannt haben. Und dabei glotzen sie ununterbrochen das Licht an. Die armen Tiere. Offenbar können sie sich nicht mehr zurechtfinden. Dann bleiben sie besser in den Fensternischen oder unter den Blättern sitzen. Dort sind sie vor der Lampe sicher. Und dort kann ich sie fangen. In jener verhängnisvollen Nacht nun sah ich von der Fensternische aus vereinzelte Mücken neben der Lampe in den letzten Zügen liegen. Ich beobachtete, dass dem Menschen nichts daran gelegen war und beschloss, sie mir zu holen. Ist etwas in der Welt begreiflicher? Nein. Und doch, es wurde mein Unglück. Leise und vorsichtig kroch ich am Tischbein empor, bis ich über den Rand schauen konnte. Der Mensch erschien mir fürchterlich groß und ich betrachtete, was er tat. Langsam setzte ich ein Bein vor das andere und näherte mich der Lampe. Solange ich Deckung hinter der Flasche hatte, ging alles gut. Aber kaum trat ich hinter dem Glas hervor, als der Mensch schon aufblickte und nach mir griff.
Er nahm eins meiner Beine zwischen seine Finger, hob mich daran empor, bis dicht vor seine großen Augen und sagte, »Ei, sieh da!« Und dabei grinste dieser Grobian über das ganze Gesicht, als ob es sich um ein Vergnügen handelte. Oh, hat der Mensch so große Augen? Denken Sie jetzt gefälligst an mich und an meine Lage. Versuchen Sie, sich meinen Gemütszustand vorzustellen. Wer hängt gerne an einem Bein vor Augen, die etwa 20-mal so groß sind wie sein eigener Körper? Jeder der Zähne, welche aus dem Mund des Menschen weiß hervorblitzen, war doppelt so groß wie ich. Nun, was denken Sie? Schrecklich. Also entsetzlich. Da riss Gottlob mein Bein. Oh. Es ist nicht abzusehen, was alles geschehen wäre, wenn es gehalten hätte. Ich fiel und lief, so rasch mich meine übrigen Beine trugen, und versteckte mich hinter der Flasche, in deren Schutz ich die furchtbarsten Drohungen gegen den Menschen ausstieß. Oh. Deshalb verfolgte er mich weiter nicht. Ich sah, wie er mein Bein auf das weiße Papier legte und zusah, wie es fortlaufen wollte, was es aber ohne mich nicht kann. Bewegte es sich noch? Ja, das tun unsere Beine immer, nachdem sie ausgerissen worden sind. Oh. Mein Bein lief, aber weil ich nicht dabei war, wusste es nicht wohin. Der Mensch sah zu, fasste seine Nase an und lächelte dabei, herzlos wie er ist, über das Pflichtbewusstsein meines Beines. Das ist unmöglich. Ein Abbesbein kann nicht krabbeln. Was ist ein Abbesbein? Das ist ein Bein, das ab ist. Bei uns zu Hause sagt man so. Ihre Ausdrücke aus der Kinderstube gewöhnen Sie sich im großen Leben und vor gebildeten Leuten besser ab. Man sagt, ein ausgerissenes Bein. Jedenfalls ist es wahr, dass unsere Beine noch lange zappeln, nachdem sie ausgerissen worden sind. Nein, das glaube ich nicht ohne Beweis. Na, meinen Sie, ich risse mir ihretwegen ein Bein aus? Ich merke schon, dass man mit Ihnen nicht verkehren kann. So etwas hat mir noch niemand zugemutet, hören Sie? Maja war ganz befangen. Sie begriff nicht, weshalb der Weberknecht so verdrießlich wurde und wo ihre Schuld lag. Es ist gar nicht so leicht, mit fremden Leuten zu verkehren, dachte sie. Sie denken anders und begreifen oft nicht, dass man es nicht böse meint. Sie wurde traurig und sah bekümmert auf die große Spinne mit ihren langen Beinen und ihrem grämlichen Gesichtsausdruck. Eigentlich sollte man den Versuch machen, sie zu fressen. Aber da geschah es der kleinen Biene ganz seltsam. Ihre Trauer war plötzlich verflogen und anstelle von Schreck oder Furcht stieg ein ruhiger Mut in ihrem Herzen empor. Ich bin eine Biene, mein Herr. Pardon. Hannibal drehte sich ohne Gruß um und lief den Stamm so rasch hinunter, wie man nur irgend mit 7 Beinen laufen kann. Maja musste lachen, ob sie wollte oder nicht. Unten begann Hannibal laut zu schelten. Sie haben einen schlechten Charakter. Sie gehen mit Ihrem Stachel gegen Leute vor, die durch harte Schicksalsschläge daran behindert sind, sich in gewohnter Weise von der Stelle zu bewegen. Aber Ihre Stunde wird schlagen. Und sobald Sie in Bedrängnis geraten, werden Sie an mich denken und alles bereuen. Er verschwand unter den Huflattichblättern am Boden. Die kleine Biene hatte nicht mehr alles verstanden. Ihr war wohl zumut, zumal der Wind fast ganz nachgelassen hatte und der Tag schön zu werden versprach. Hoch am Himmel zogen weiße Wolken im tiefen Blau. Sie sahen still und glücklich aus. Sie sah die schlanken Gräser schaukeln und am Waldrand wuchsen in den schmalen Wassergräben hohe gelbe Schwertlilien. Von ihren Kelchen sah man hinüber in die geheimnisvolle Nacht des Tannenwaldes, aus dem es kühl und traurig wehte. Sie wusste, in seiner finsteren Stille, die den Sonnenschein in rötliches Schlummerlicht verwandelte, lag das Heimatland der Märchen. Da flog sie schon durch die Luft. Es war ihr gar nicht recht zum Bewusstsein gekommen, dass sie aufgeflogen war. Die Waldwiesen und ihre Blumenhänge hatten sie gerufen. »O du lieber Gott«, dachte sie, »wie herrlich ist es zu leben!« Sie war nun keine ganz junge Biene mehr, sondern ein prächtiges, starkes Bienentier, begabt mit blanken, gesunden Flügeln, einem spitzen und gefährlichen Stachel und einem ausgebildeten Sinn für die Gefahren und Freuden ihres Lebens.
Sie hatte Erfahrungen gemacht und Kenntnisse gesammelt und wünschte sich nun oft, sie auf rechte Art verwenden zu können. Vielleicht wäre sie eines Tages in den Stock zurückgekehrt, hätte sich der Königin zu Füßen geworfen und ihre Verzeihung erfleht, um wieder in Ehren aufgenommen zu werden. Aber ein brennendes Verlangen hielt sie davon zurück. Sie wünschte sich, den Menschen kennenzulernen. Aber sie hatte sich niemals in seine Nähe getraut. Einmal sah sie es rot am Bach schimmern, und da sie den Schein der Farbe für ein Blumenbeet hielt, war sie hinzugeflogen. Da fand sie einen Menschen mit goldenen Haaren und rosigem Angesicht. Er schlief in einem roten Kleid in den Blumen am Bach und sah trotz seiner furchtbaren Größe so gut und lieblich aus, dass ihr vor Entzücken Tränen in die Augen traten. Später kam eine Mücke zu ihr und grüßte. Mein Gott, sehen Sie dort den Menschen? Wie schön, wie gut. Begeistert er Sie nicht? Ja, er ist gut. Gewiss, ich habe ihn eben angebohrt. Schauen Sie, mein Leib schimmert rot von seinem Blut. Wird er sterben? Wo haben Sie ihn verletzt? Wie können Sie nur den erforderlichen Mut und zugleich eine so unwürdige Gesinnung aufbringen? Sie sind ja ein Raubtier. Das ist doch nur ein ganz kleiner Mensch. Diese Größe wird Mädchen genannt, sobald die Beine bis zur Hälfte von einem abstehenden farbigen Panzer bedeckt sind. Ich kann natürlich ihn durchstechen, aber in der Regel erreicht man die Haut nicht. Sie haben ja eine ganz fabelhafte Unkenntnis. Glauben Sie denn, die Menschen seien gut? Ich habe niemals einen gefunden, der mir freiwillig auch nur das kleinste Tröpfchen Blut gegönnt hätte. Von Menschen weiß ich allerdings noch nicht sehr viel. Aber Sie geben sich doch von allen Insekten am meisten mit den Menschen ab. Sie lassen sich am weitesten mit ihnen ein. Das ist doch bekannt. Ich habe das Königreich verlassen. Es gefiel mir nicht. Ich wollte die Welt kennenlernen. Ida, sieh einer an. Wie bekommt Ihnen denn Ihr Umhertreiben? Ich muss sagen, dass es mir gefällt, Sie so unabhängig zu sehen. Ich für meinen Teil würde mich niemals entschließen, den Menschen zu dienen. Sie dienen auch uns. Mag sein. Zu welchem Volk gehören Sie? Ich stamme vom Volk der Bienen im Schlosspark. Die regierende Königin ist Helene die Achte. So, das ist eine beneidenswerte Abstammung. Alle Achtung! Sie hatten kürzlich Revolution, nicht wahr? Ich hörte, dass durch die Kundschafter des Schwarms, der ausgebrochen war. Habe ich recht? Ja. Es erfüllte sie mit Genugtuung und Freude, dass die Iren so hohes Ansehen genossen und weit bekannt waren. Tief im Herzen wachte wieder das Heimweh nach ihrem Volke auf. Sie wünschte sich etwas Großes und Gutes für ihre Königin und zum Wohle ihres Staates tun zu können. Darüber vergaß sie, nach dem Menschen zu fragen. Vielleicht fragte sie auch deshalb nicht mehr, weil sie von der Mücke nichts Gutes zu hören hoffte. Sie empfand die Kleine als frech und naseweiß, und solche Leute wissen gewöhnlich über andere nur Schlechtes zu sagen. Ich nehme noch einen Schluck. Später werde ich mit den Gefährten in der Abendsonne fliegen, damit wir morgen gutes Wetter bekommen. Maya hatte sich davon gemacht, weil es ihr unmöglich war, mit anzusehen, wie die Mücke dem schlafenden Kinde Böses zufügte. Aber ihr Verlangen danach, vom Menschen so viel als möglich kennenzulernen, war keineswegs befriedigt. Sie beschloss, kühner zu werden und keine Anstrengungen zu scheuen, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Die ältere Bienendame, die der kleinen Maya behilflich war, als sie zum Leben erwachte und aus ihrer Zelle schlüpfte, hieß Cassandra und hatte großes Ansehen im Stock. Sie hatte plötzlich eine ganz besondere Liebe zu der kleinen Maya gefasst. Und so mag es denn wohl gekommen sein, dass sie der kleinen Maya mehr sagte und erzählte, als für gewöhnlich die Bienen an ihrem ersten Lebenstag hören. Endlich sprach sie auch lange von den Menschen.
Die Menschen sind gut und weise. Sie sind sehr stark und mächtig. Sie sind im Volk der Bienen wohlgesinnt. Darum vertrauen die Bienen uns ihrem Schutz an und teilen unseren Honig mit ihnen. Sie lassen uns genug für den Winter und sorgen dafür, dass der Frost und die große Schar der Feinde, die wir unter den Tieren haben, uns nicht stören oder vernichten. Es gibt wenig freie Tiere in der Welt, die solch ein Verhältnis von Freundschaft und freiwilliger Dienstbarkeit mit den Menschen eingegangen sind. Du wirst immer wieder unter den Insekten Stimmen hören, die dem Menschen Böses nachsagen. Höre nicht auf sie. Wenn ein betörtes Bienenvolk sich einmal in die Wildnis begibt und sein Heil ohne den Menschen versucht, geht es rasch zugrunde. Es gibt zu viele Wesen, die Verlangen nach unserem Honig tragen. Und oft ist ein ganzer Staat ruchlos vernichtet worden mit seinen Bauten und seiner Brut, nur weil ein unvernünftiges Tier seine Begierde nach dem Honig stillen wollte. So hatte ihr Cassandra damals erzählt. Und solange sich Maya nicht vom Gegenteil überzeugt hatte, wollte sie an die Wahrheit dieser Worte glauben. Sie hatte Erfahrungen gemacht und Kenntnisse gesammelt und wünschte sich nun oft, sie auf rechte Art verwenden zu können. Vielleicht wäre sie eines Tages in den Stock zurückgekehrt, hätte sich der Königin zu Füßen geworfen und ihre Verzeihung erfleht, um wieder in Ehren aufgenommen zu werden. Aber ein brennendes Verlangen hielt sie davon zurück. Sie wünschte sich, den Menschen kennenzulernen. Diese Wünsche Mayas sollten sich auf wunderbare Art erfüllen und viel schöner, als sie es erwartet hatte. Die kleine Biene war an einem warmen Sommerabend früher als gewöhnlich zur Ruhe gegangen und plötzlich erwachte sie mitten in der Nacht. Das war ihr noch niemals geschehen. Ihr Erstaunen war unbeschreiblich, als sie die Augen öffnete und ihren kleinen Schlafraum über und über in ein stilles blaues Licht getaucht sah. Es sank vom Eingang nieder, dessen Öffnung wie unter einem silberblauen Vorhang strahlte. Das ist die Nacht. Das kann nur die Nacht sein. Am hohen Himmel, ein wenig verhüllt durch die Blätter eines Buchenastes, stand eine volle, klare Silberscheibe, von der das Licht niedersank, das die ganze Welt verschönte. Eben wollte sie davonfliegen, um in das blaue Licht über der Wiese zu kommen, auf die der volle Mond schien, als sie dicht in ihrer Nähe auf einem Buchenblatt ein kleines geflügeltes Tier ankommen sah, das sie noch niemals gesehen hatte. Und unmittelbar, nachdem es angelangt war, richtete es sich auf gegen den Mond, hob den einen schmalen Flügel ein wenig und zog dann mit raschen Strichen sein Beinchen am Rand des Flügels auf und nieder. Es sah aus, als geigte es auf einer versteckten Geige. Und richtig entstand jener zirpende Silberton, der die ganze Mondnacht füllte. Entzückend. Nein, sowas ist einfach himmlisch. Sie flog rasch hinüber, die Sommernacht war lau und milde, sodass die kleine Biene nicht spürte, dass es kühler als am Tage war. Gute Nacht. Entschuldigen Sie bitte, dass ich störe, aber Ihr Spiel hat so etwas Anziehendes, wenn man es hört. Man muss dem Klang nachgehen. Was sind Sie denn für ein Krabbeltier? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin durchaus kein Krabbeltier. Ich bin Maya, vom Volk der Bienen. Ach, vom Volk der Bienen. So, so. Sie leben am Tage, nicht wahr? Mhm. Ich habe durch den Igel von Ihrem Geschlecht gehört. Verkehren Sie denn mit dem Igel? Der Igel ist doch ein geradezu fürchterliches Untier. Das finde ich nicht. Wir Nachtgrillen stehen uns eigentlich ganz gut mit ihm. Natürlich, er versucht es immer wieder, uns zu greifen, aber es gelingt ihm nie. So necken wir ihn oft und treiben unser Spiel mit ihm. Wir nennen ihn Onkel. Sie sind also eine Grille? Ja, eine Nachtgrille. Mhm. Aber Sie dürfen mich nicht länger stören. Ich muss spielen. Es ist Vollmond und die Nacht ist wundervoll. Ach, machen Sie eine Ausnahme. Erzählen Sie mir von der Nacht. Die Sommernacht ist das Schönste in der Welt. Sie füllt das Herz mit Seligkeit. Was Sie nicht aus meinem Spiel hören, werde ich Ihnen auch nicht erklären können. Warum muss man immer alles wissen?
wir armen Wesen wissen vom Dasein nur ein kleines Teil. Aber fühlen können wir die ganze Herrlichkeit der Welt. Und sie begann ihr helles, jubelndes Silberspiel. Es klang laut und übermächtig, wenn man so nah hörte, wie Maya saß. Und die kleine Biene saß ganz still in der blauen Sommernacht und hörte zu und dachte sehr tief über das Leben nach. Da wurde es neben ihr still. Es klirrte leise und sie sah die Grille in den Mondschein hinausfliegen. Die Nacht macht so traurig, dachte Maya. Sie wollte nun hinunter auf die Blumenwiese. Am Bachrand standen Wasserlilien. Sie spiegelten sich in der raschen Flut, die den Mondschein mit sich trug. Es war herrlich anzuschauen. Das Wasser flüsterte und blinkte und die geneigten Lilien schienen zu schlafen. Sie sind eingeschlafen vor lauter Glück, dachte die kleine Biene. Da hörte sie dicht neben sich im Kelch einer Lilie ein feines, singendes Stimmchen, so rein und glockenhell, wie sie noch niemals einen irdischen Klang vernommen hatte. Ihr Herz begann laut zu klopfen und ihr Atem stockte. Die Lilie schwankte leicht. Dann sah Maya, dass eines der Blätter sich am Rande ein wenig nach innen bog und sie erblickte eine ganz kleine schneeweiße Menschenhand, die sich mit winzigen Fingerchen daran festhielt. Es war ein ganz kleiner Mensch, der aus der Lilie emporkam. Dann kam ein leises Zittern in das durchscheinende Körperchen und plötzlich entfalteten sich von den Schultern herab zwei helle Flügel, weißer als das Mondlicht und so rein wie Schnee. Sie überragten das blonde Haupt und sanken bis an die Füße nieder. Und während das lichte kleine Menschlein so dastand und seine Hände gegen den Himmel reckte, erhob es seine Stimme wieder und Maya verstand das Lied, das in die Nacht hinausklang. Ist das Licht, heller Himmel meine Freude. Tod und Leben wechseln beide, aber meine Seele nicht. Meine Seele ist der Hauch, der aus aller Schönheit bricht, wie aus Gottes Angesicht, so aus seiner Schöpfung auch. Die kleine Maya überkam ein heftiges Schluchzen. Sie konnte sich nicht erklären, was sie so traurig machte und sie gleichzeitig so beglückte. Da wandte sich das kleine Menschenwesen nach ihr um. Wer weint denn da? Ach, das bin nur ich. Entschuldigen Sie, dass ich gestört habe. Warum weinst du denn? Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht nur, weil Sie so schön sind. Wer sind Sie? Ach, sagen Sie es mir, wenn ich nicht zu viel verlangte. Sie sind sicher ein Engel. Oh nein, ich bin nur ein Blumenelf. Aber du kannst ruhig du zu mir sagen. Was machst denn du, kleine Biene, in der Nacht draußen auf der Wiese? Der Elf flog zu Maya hinüber, setzte sich auf ein gebogenes Lilienblatt, das ihn sanft schaukelte, und betrachtete die kleine Biene ernst und freundlich. Und während Maya ihm erzählte, alles, was sie wusste und wollte und was sie getan hatte, sahen immer die großen dunklen Augen aus dem weißen Elfengesicht sie an, unter dem goldenen Haar hervor, das im Mond zuweilen wie Silber glänzte. Und dann erzählte er ihr, »Wir Elfen leben 7 Nächte, aber wir müssen in der Blume bleiben, in der wir geboren sind. Wenn wir die Blume verlassen, so müssen wir im Morgenrot sterben.« Maya riss vor Angst und Schrecken die Augen weit auf. Oh, rasch, rasch, flieg in deine Blume zurück. Nun ist es zu spät, aber höre weiter. Die meisten Elfen verlassen ihre Blumen, denn es verbindet sich ein großes Glück damit. Wer seine Blume verlässt und so einen frühen Tod erleidet, der hat zuvor eine wunderbare Macht. Er kann dem ersten Wesen, das ihm begegnet, seinen liebsten Wunsch erfüllen. Wenn er ernstlich den Willen hat, die Blume zu verlassen, um andere zu beglücken, so wachsen ihm zugleich seine Flügel. Ach, wie herrlich! Da würde ich auch die Blume verlassen,
Das muss wunderschön sein, den liebsten Wunsch eines anderen zu erfüllen. Und dann? Musst du dann sterben? Wir sehen noch das Morgenrot. Aber wenn der Tau fällt, dann zieht es uns zu den feinen Schleiern hinüber, die über dem Gras der Wiesen schweben. Hast du nicht oft gesehen, dass diese Schleier ganz weiß leuchten, als wäre Licht darin? Das sind die Elfen, ihre Flügel und ihre Kleider. Und mit dem heraufsteigenden Licht verwandeln wir uns in Tautropfen. Die Pflanzen trinken uns und nehmen uns in ihr Blühen und Wachsen auf, bis wir nach Zeiten wieder als Elfen aus ihren Blumenkelchen steigen. Ach, so warst du früher schon einmal ein anderer Elf? Ja, aber ich habe es vergessen. Wir vergessen alles in unserem Blumenschlaf. Oh, dein Los ist lieblich. Es ist das Los aller Erdenwesen, wenn man es weit und groß betrachtet. Auch wenn es nicht immer Blumen sind, in denen sie aus ihrem Todesschlaf erwachen. Aber davon wollen wir heute nicht sprechen. Oh, ich bin glücklich. So hast du keinen Wunsch? Weißt du denn nicht, dass du das erste Wesen bist, das mir begegnet ist? Und dass ich deinen liebsten Wunsch erfüllen soll? Ich? Aber ich bin doch nur eine Biene. Nein, das ist zu viel Freude für mich. Ich habe nicht verdient, dass man so gut gegen mich ist. Niemand verdient das Gute und Schöne. Es kommt zu uns wie Sonnenschein. Mayas Herz klopfte stürmisch. Oh, sie hatte seit langem einen heißen Wunsch, aber sie wagte nicht, ihn vorzubringen. Aber der Elf schien es zu ahnen, denn er lächelte so, dass man ihm nichts verschweigen konnte. Nun? Ich möchte die Menschen kennenlernen, wie sie am schönsten sind. Komm, wir fliegen zusammen. Dein Wunsch soll in Erfüllung gehen. So flogen der Blumenelf und die kleine Maya durch die Sommernacht dicht über die blühenden Blumen dahin. Maya wurde ganz verwirrt und presste die Hand des Elfen, dessen Augen verklärt und selig schimmerten. Wer hätte das gedacht? Nein. Wer hätte das für möglich gehalten? Oh, sieh, ein Stern ist gefallen. Nun irrt er umher und kann seinen Platz am Himmel nicht wiederfinden. Es ist ein Glühkäferchen. Es sind seltsame Tierchen. Sie tragen ihr eigenes Licht durch die laue Nacht umher. So beleben sie das Dunkel unter den Kuppeln der Büsche, wohin der Mond nicht dringt. Und sie finden einander leicht. Später sollst du einen kennenlernen, wenn wir zu den Menschen kommen. Sie waren inzwischen an einer Laube angekommen, die über und über von Jasmin und Geißblatt bewachsen war. Sie ließen sich dicht am Boden nieder, ganz in der Nähe der Laube, aus der ein leises Flüstern kam. Der Blumenelf winkte einem Glühkäferchen. Sei so gut, leuchte ein wenig. Wir müssen hier durch die dunklen Blätter hindurch, um in das Innere der Jasminlaube zu dringen. Aber dein Schein ist ja viel heller als meiner. Das finde ich auch. Ich muss mich in ein Blatt einhüllen. Sonst sehen die Menschen mich und sie würden erschrecken. Wir Elfen erscheinen den Menschen nur in ihren Träumen. Das ist etwas anderes. Mach gütigst Gebrauch von mir. Ich werde tun, was ich kann. Wird das große Tier, das du bei dir hast, mir nicht zuleide tun? Der Elf schüttelte den Kopf und der Glühkäfer glaubte ihm gleich. Nun nahm der Blumenelf ein Blatt und wickelte sich sorgfältig hinein, sodass sein weißes Kleid nirgends durchschimmerte. Dann pflückte er eine kleine blaue Glockenblume, die er im Gras fand, und setzte sie wie einen Helm auf sein leuchtendes Haar. Nun war nur sein weißes Gesicht zu sehen, das so klein war, dass sicher niemand es entdeckt hätte. Er bat den Glühkäfer, sich auf seine Schulter zu setzen und sein Lämpchen an der einen Seite mit dem Flügel ein wenig abzudämpfen, damit es die Augen nicht blendete. Dann nahm er Mayas Hand und sagte, »Nun komm, am besten klettern wir hier empor.« »Träumen die Menschen, wenn sie schlafen?« »Nicht nur dann.« Sondern sie träumen zuweilen auch, wenn sie wachen. Ach. Dann sitzen sie da, etwas in sich zusammengesunken. Ihr Kopf neigt sich ein wenig und ihre Augen suchen in der Ferne.
als ob sie bis in den Himmel schauen möchten. Immer sind ihre Träume schöner als das Leben. Deshalb erscheinen wir ihnen darin. Sieh nur hinab. Dort findest du, was du dir gewünscht hast. Da sah die kleine Biene im Mondschatten auf einer Bank zwei Menschen sitzen. Es waren ein Mädchen und ein Jüngling. Sie hatte ihren Kopf an seine Schulter gelehnt und sein Arm hielt sie umschlungen, als ob er sie schützen wollte. Sie saßen ganz still da und schauten mit großen Augen in die Nacht. Es war so ruhig, als wären sie beide eingeschlafen. Nur in der Ferne hörte man die Grillen und langsam, langsam wanderte das Mondlicht in den Blättern. Und nun wandte sie sich zu ihm und zog sein Haupt zu sich nieder und sagte etwas, das ein Lächeln in seinem Gesicht zauberte, wie Maya nie geglaubt hatte, dass ein Wesen der Erde lächeln könnte. In seinen Augen strahlten ein Glück und eine Kraft, als ob die ganze große Erde sein Eigentum wäre und als wären Leid und Ungemach für immer aus der Welt verbannt. Nun habe ich das Herrlichste gesehen, was meine Augen jemals schauen werden. Ich weiß nun, dass die Menschen am schönsten sind, wenn sie einander lieb haben. Sie wusste nicht, wie lange sie so still und im Schauen versunken hinter den Blättern gesessen hatte. Als sie sich umwandte, war der Schein des Glühkäfers erloschen und der Elf war fort. Da erblickte sie durch den Ausgang der Laube fern über der Landschaft einen schmalen roten Lichtstreif am Horizont. Die Sonne war schon hoch über die Kronen der Buchen emporgestiegen, als Maya am anderen Morgen in ihrer Waldburg erwachte. Anfangs glaubte sie, das ganze Erlebnis der letzten Nacht sei ein schöner Traum gewesen, aber dann entsann sie sich, dass sie in der kühlen Morgendämmerung in ihrer Behausung angelangt war und nun war es schon fast Mittag. Nein, es war Wirklichkeit gewesen. Sie hatte die Nacht mit dem Elfen verbracht und die Menschen gesehen, die sich in der Jasminlaube im Mondschein umschlungen gehalten hatten. Aber draußen in der Sonne nahm alles den gewohnten Gang. Ein paar kleine braune Schmetterlinge spielten unter der Birke über dem Korn von Mond zu Mond. Das ist unter jungen Schmetterlingen ein sehr beliebtes Gesellschaftsspiel. Jeder Schmetterling setzt sich auf eine Blume und es muss ein Spieler mehr da sein, als Blumen in der Nähe stehen. Dieser eine sitzt in der Mitte des Kreises und ruft. Wenn sein Ruf erklingt, müssen alle auffliegen und die Blumen wechseln. Wer zu spät kommt und keine Blume mehr findet, wird in die Mitte geschickt und muss abrufen. Das war sehr unterhaltend. Maya sah eine Weile zu, es machte ihr viel Vergnügen. Das könnte man auch die kleinen Bienen im Stock lehren, dachte sie. Da nennen wir es dann von Zelle zu Zelle. Aber Cassandra wird wahrscheinlich zu streng sein. Die kleine Maya wurde plötzlich traurig gestimmt. Das kam sicher durch die Erinnerung an die Heimat. Als sie darüber nachdenken wollte, sagte neben ihr jemand: Guten Morgen. Sie sind eine Bestie, wie mir scheint. Nein, bestimmt nicht. Neben ihr saß eine kleine braune Halbkugel mit 7 schwarzen Punkten darauf. Unter dieser rotbraunen Kuppel, die übrigens prächtig glänzte, sah man ein winziges schwarzes Köpfchen, in dem 2 helle Äuglein funkelten. Und nun erkannte Maya auch die dünnen Beinchen, die, fein wie Fäden, unter der punktierten Kuppel hervorschauten und sie so gut trugen, als sie eben konnten. Dieser kleine Dicke war es, der Maya angerufen hatte. Trotz seiner seltsamen Gestalt gefiel er der Biene ausgezeichnet. Er hatte etwas geradezu Anmutiges. Wer sind Sie nur? Ich selbst bin Maya, vom Volk der Bienen. Wollen Sie mich beleidigen? Dazu liegt kein Grund vor. Das merken Sie sich. Aber wie sollte ich dazu kommen? Ich kenne Sie in der Tat nicht. Das kann jeder sagen. Nun, ich will Ihrem Gedächtnis nachhelfen. Zählen Sie. Soll ich Ihre Punkte zählen? Ja, bitteschön. Es sind 7 Punkte. Nun, also? Sie wissen es immer noch nicht? So will ich es Ihnen sagen.
Ich heiße genauso, wie sich nachzählen lässt. Ich gehöre zur Familie der Sieben Punkte, heiße Alois und bin meines Zeichens Dichter. Die Menschen nennen mich Marienkäfer. Das ist ihre Sache, aber das wissen sie ja jedenfalls. Maya wagte nicht Nein zu sagen, denn sie fürchtete, Alois zu kränken. Oh, ich lebe vom Sonnenschein, vom Frieden des Tages und von der Liebe der Menschen. Aber essen Sie denn nicht? Doch, Blattläuse. Sie nicht? Nein, das ist doch... Was ist denn? Wie? Es ist nicht üblich. Natürlich. Sie tun als Bürgerliche selbstverständlich nur das, was üblich ist. Damit kämen wir Dichter nicht weit. Haben Sie Zeit? Doch, gewiss. Dann werde ich Ihnen eine Dichtung vortragen. Sitzen Sie still und schließen Sie die Augen, damit die Umgebung Sie nicht stört. Das Gedicht heißt Der Menschenfinger. Es ist ein persönliches Erlebnis und von mir. Hören Sie. Ja, jedes Wort. Also... Der Menschenfinger. Einmal hast du mich entdeckt, als ich Glück im Leben hatte. Du bist rund und langgestreckt. Oben hast du eine glatte, zugespitzte Panzerplatte, welche sich bewegen lässt. Aber unten sitzt du fest. Nun? Der Menschenfinger hat mich sehr ergriffen. Wie finden Sie die Form? Rund und langgestreckt. Sie haben es ja selbst gedichtet. Ich meine die künstlerische Form. Ich meine die Form meiner Dichtung. Ach so, ja. Die finde ich gut. Nicht wahr? Sie wollen sagen, dass dies Lied dem Besten eingereiht werden kann, was Sie kennen. Dass man weit zurückgreifen muss, ehe man etwas Verwandtes findet. Die Kunst muss zunächst Neuigkeiten enthalten. Das ist es, was die meisten Dichter übersehen. Und dann Größe. Nicht wahr? Doch, ich glaube... Ihr zuversichtlicher Glaube an meine Bedeutung, den Sie ausgesprochen haben, beschämt mich geradezu. Haben Sie Dank. Ich muss nun weiter, denn die Einsamkeit ist die Zierde des Künstlers. Leben Sie wohl. Adieu, sagte Maya, die gar nicht recht wusste, was der Kleine eigentlich gewollt hatte. Nun, er selbst wird es schon wissen, dachte sie. Groß ist er ja eigentlich nicht, aber vielleicht wächst er noch. Sie sah ihm nach, wie er eifrig den Zweig hinaufkrabbelte. Man konnte seine winzigen Beinchen kaum unterscheiden, so dass es aussah, als schöbe er sich auf kleinen Rollen davon. Dann sah Maya wieder auf das goldene Kornfeld nieder, über dem die Schmetterlinge spielten. Das gefiel ihr weit besser als das Werk des Alois Siebenpunkt. Ach, wie froh hatte dieser Tag begonnen! Und wie voller Angst und Schrecken sollte er enden. Maya hatte zuvor noch eine sehr merkwürdige Bekanntschaft gemacht. Es war am Nachmittag gewesen, in der Nähe einer großen alten Wassertonne. Sie saß in den duftenden Holunderblüten, die sich in der stillen, schwarzen Wasserfläche der Tonne spiegelten. Über ihr sang ein Rotkehlchen so lieblich und froh, dass die kleine Maya es geradezu trostlos fand, dass man sich mit den Vögeln nicht befreunden konnte. Sie waren zu groß und fraßen einen auf. Das war die Sache. Sie hatte sich in der weißen Blütendolde des Holunders versteckt und lauschte und blinzelte dabei mit den Augen, so dass der Sonnenschein ihr spitze Pfeile schickte, als neben ihr jemand seufzte. Als sie sich umdrehte, sah sie das sonderbarste Tier, das ihr jemals begegnet war. Auf den ersten Blick glaubte sie, dass es mindestens 100 Beine an jeder Seite hatte. Es war wohl dreimal so lang wie sie selbst, aber schmal und niedrig und ohne Flügel. Himmel nochmal! Sie müssen aber laufen können. Ich zweifle daran. Es könnte besser sein. Ich habe zu viele Beine. Wissen Sie, ehe man sie alle bewegt hat, vergeht zu viel Zeit. Mhm. Es gab Zeiten, in denen ich das nicht gewusst habe. Da ist mir oft der Wunsch gekommen, ich hätte ein paar Beine mehr. Aber wie Gott will. Wer sind denn Sie? Maya stellte sich vor. Der andere nickte und bewegte einige Beine. Ich bin Hieronymus von der Familie der Tausendfüßler. Wir sind ein altes Geschlecht und erregen überall Bewunderung. Es gibt keine Tiere, die annähernd unsere Beinzahl aufzuweisen haben. Ach. Acht ist das höchste bei den anderen, soviel ich weiß. Sie sind fabelhaft interessant und sehr eigenartig in der Farbe. Haben Sie vielleicht auch eine Familie? Aber nein,
Wieso denn? Wohin sollte das führen? Wir kriechen aus dem Ei und damit basta. Wenn nicht einmal wir auf eigenen Füßen stehen könnten, wer sollte es dann können? Das ist ja richtig. Aber haben Sie gar keinen Anschluss? Nein, meine Gute. Ich ernähre mich und zweifle. Ach, woran zweifeln Sie denn? Es ist mir angeboren. Ich muss immer zweifeln. Ich zweifle daran, dass Sie sich hier einen günstigen Ort zum Aufenthalt ausgesucht haben. Wissen Sie nicht, was drüben in der großen Weide liegt? Nein. Sehen Sie, ich habe gleich bezweifelt, dass Sie es wissen. Dort liegt die Hornissenstadt. Maja wäre fast von der Blütendolde gefallen, so furchtbar erschrak sie. Sie wurde totenblass und zitternd fragte sie, wo die Stadt läge. Sehen Sie dort den alten starren Kasten im Gebüsch am Stamm der Weide? Er ist so ungeschickt angebracht, dass ich gleich daran gezweifelt habe, dass er jemals von Staren bezogen wird. Wenn so ein Kasten nicht gegen Sonnenaufgang geöffnet ist, besinnt sich jeder anständige Vogel, ehe er einzieht. Die Hornissen haben nun darin ihre Stadt angelegt und befestigt. Es ist die größte Hornissenburg im Land. Ja, das sollten Sie eigentlich wissen. Denn so viel ich beobachtet habe, stellen diese Räuber euch Bienen nach. Ich muss fort, so rasch als möglich. Aber da klang hinter ihnen ein lautes, böses Lachen und gleich darauf fühlte die kleine Maja sich so energisch am Kragen gepackt, dass sie meinte, ihr Genick sei gebrochen. Nie in ihrem Leben hat sie dieses Lachen vergessen können. Sie konnte sich anfangs kaum umkehren, so fest wurde sie gehalten. Sie sah einen goldgepanzerten Arm und dann plötzlich über sich einen ungeheuren Kopf mit fürchterlichen Zangen. Zuerst glaubte sie, es sei eine riesengroße Wespe. Aber dann erkannte sie, dass sie sich in den Fängen einer Hornisse befand. Sie flog mit Maja in die Luft empor und gerade auf die Räuberburg zu. »Nein, das ist zu viel«, dachte die arme Biene. »Das hält niemand aus.« Und sie verlor die Besinnung. Als sie nach längerer Zeit aus ihrer Betäubung erwachte, war es um sie her schwül und dämmerig. Langsam besann sie sich und eine lähmende Traurigkeit sank in ihr Herz. Sie wollte weinen und konnte nicht. Durch die Wände ihres Kerkers vernahm sie deutlich Stimmen. Nun sah sie auch, dass ein wenig Licht durch eine schmale Spalte fiel. Die Hornissen bauten ihre Mauer nicht aus Wachs wie die Bienen, sondern aus einer trockenen Masse, die wie lockeres, graues Papier aussah. Von Todesangst getrieben kroch sie an den kleinen Spalt und schaute hindurch. Da sah sie einen großen Saal, der ganz mit Hornissen angefüllt war und der von einer großen Anzahl von gefangenen Glühkäfern auf das prächtigste erleuchtet wurde. Auf einem Thron inmitten der ihren saß die Königin. Es schien eine wichtige Beratung stattzufinden. Maja verstand jedes Wort. Da hörte Maja die Hornissenkönigin sagen: »Also bleibt es bei unserer Abmachung. Morgen eine Stunde vor Sonnenaufgang versammeln sich die Krieger. Die Stadt der Bienen im Schlosspark wird überfallen, der Stock wird ausgeraubt und möglichst viele Gefangene werden gemacht. Wer Helene die Achte, die Bienenkönigin, gefangen nimmt und mir lebendig überliefert, wird in den Ritterstand erhoben. Haltet euch tapfer und bringt mir gute Beute heim. Und hiermit hebe ich die Versammlung auf. Begebt euch zur Ruhe.« Sie erhob sich nach diesen Worten und verließ mit ihrem Gefolge den Saal. Die kleine Maja hätte beinahe laut aufgeweint. Sie presste ihre Hände an den Mund, um nicht zu schreien. Ihre Verzweiflung war grenzenlos. Aber die Verzweiflung der kleinen Biene machte bald einer entschlossenen Besinnung Platz. Es war, als erinnerte sie sich wieder daran, dass sie eine Biene war. Hier sitze ich und weine und klage, als ob ich nicht Gedanken und Kräfte hätte. Oh, ich mache meinem bedrohten Volk und meiner Königin wenig Ehre. Sterben muss ich doch. Da will ich es wenigstens stolz und mutig tun und nichts unversucht lassen, die meine zu retten.
Es lebe meine Königin! Ruhe da drin! War das eine fürchterliche Stimme? Es musste der Wächter gewesen sein, der die Runde machte. Als der Schritt draußen verhallt war, begann Maya sogleich damit, den Spalt zu erweitern, der in den Saal führte. Endlich konnte sie sich hindurchzwängen. Der Saal lag in gedämpftem blauen Licht, das vom Eingang hineinsank. Das ist Licht vom Mond, wusste Maya, und schritt vorsichtig dahin, wobei sie sich stets in den tiefen Schatten an den Wänden hielt. Vom Saal führte ein schmaler, hoher Flur zum Ausgang. Von dort kam das Himmelslicht der Nacht. Leise, Schritt für Schritt, schlich sie voran. Das Tor kam immer näher. Da sah sie im Schatten des Tores an einer Säule den Wächter lehnen. Wie angewurzelt blieb sie stehen. Alle ihre Hoffnung sank dahin. Dort war kein Vorüberkommen. Lieber Gott, jetzt ist es aus. Komm nur näher, Kleine. Was? Wie? Sie haben mich gesehen? Doch, Kind, schon lange. Du hast ein Loch in die Wand gebissen und hast dich dann immer hübsch im Schatten bis hierher bewegt. Dann hast du mich gesehen und mit deinem Mut war es zu Ende. Ist es nicht so? Ja, Sie haben recht. Was willst du denn hier? Hinaus möchte ich. Ich habe auch nicht den Mut verloren, sondern ich war nur erschrocken über ihre Kraft und Schönheit und über den goldenen Glanz ihrer Rüstung. Jetzt werde ich mit ihnen kämpfen. Kleine, nein, kämpfen werden wir nicht. Ihr seid ein mächtiges Volk, aber wir sind stärker. Am wenigsten aber wird je eine einzelne Hornisse mit einer einzelnen Biene kämpfen. Wenn du magst, kannst du gerne ein wenig hierbleiben und mit mir plaudern. Aber nur noch kurz. Bald werde ich die Soldaten wecken und dann musst du in deine Zelle zurück. Ich habe stets nur Böses von den Hornissen gehört. Aber sie sind nicht böse. Ich kann nicht glauben, dass sie böse sind. Es gibt überall böse und gute Leute. Aber wir sind eure Feinde. Vergiss das nicht. Es wird immer so bleiben. Muss denn ein Feind immer böse sein? Als sie vorhin in die Nacht hinausschauten, habe ich vergessen müssen, dass sie hart und mir feindlich sind. Mir war zumute, als ob sie traurig wären. Und ich habe immer gemeint, Wesen, die traurig sind, könnten unmöglich böse sein. Sie sind mächtig. Wenn sie wollen, können sie mich wieder in meine Zelle schaffen. Und ich muss sterben. Aber wenn sie wollen, so können sie mir auch meine Freiheit schenken. Du hast ganz recht. Diese Macht habe ich. Diese Macht ist mir von meinem Volke und von meiner Königin anvertraut worden. Der Befehl lautet, dass keine Biene je wieder die Burg lebendig verlassen darf, die sie einmal betreten hat. Ich werde meinem Volk treu halten. Ich habe zu bitter erfahren, wie weh die Untreue tun kann, als Schnuck mich verließ. Wer ist denn Schnuck, wenn ich fragen darf? Ach, das kümmert dich nicht, Kleine. Sie ist für mich verloren und ich werde sie nie mehr finden. Ich kenne Schnuck. Sie gehört zur Familie der Libellen und ist wahrscheinlich die schönste, die es unter ihnen gibt. Wie? Du kennst Schnuck? Sofort sagst du, wo sie ist. Nein. Ich werde doch nicht die liebliche Libelle verraten, mit der ich eng befreundet bin. Jedenfalls wollen Sie sie gefangen nehmen. Mein Gott, es ist Zeit. Ich muss die Krieger wecken. Nein, nein, kleine Biene. Ich will Schnuck nichts Böses tun. Ich liebe Schnuck mehr als mein Leben. Sage mir, wo ich sie wiederfinde. Ich liebe mein Leben auch. Wenn du mir den Aufenthalt der Libelle Schnuck verrätst, so werde ich dich freigeben. Dann kannst du fliegen, wohin du willst. Werden Sie Ihr Wort halten? Mein Ehrenwort als Räuber. Gut, ich glaube Ihnen. So hören Sie. Kennen Sie die alten Linden beim Schloss? Hinter ihnen ziehen sich viele Blumenwiesen hin. Und endlich kommt ein großer See. Im Seewinkel im Süden, wo der Bach einmündet, stehen in der Sonne die weißen Seerosen im Wasser. Dort im Schilf wohnt Schnuck. Sie finden sie jeden Mittag dort, wenn die Sonne hochsteht. Du hast recht. Sie hat mir erzählt, sie wollte zu weißen, schwimmenden Blumen. Das werden die Blumen sein, von denen du gesprochen hast. So fliegt denn. Und hab Dank, ein Räuber hält sein Wort. Er wusste nicht, was Maya in dieser Nacht in der Burg gehört hatte. Und so dachte er, was liegt an einer kleinen Biene? Gibt es nicht genug andere?
Die kleine Maya nahm ihre ganzen Kräfte zusammen, alles an Willen und Tatkraft, was ihr geblieben war. Es galt für sie nur eines, sie musste, so rasch als ihre Kräfte und Sinne zuließen, den Stock der Iren finden, ihr Volk, ihre bedrohte Heimat. Sie musste die Iren warnen, dass sie sich gegen den Überfall rüsten konnten, den die furchtbaren Räuber an diesem Morgen planten. Es war nicht leicht für sie, sich in der Umgegend zurechtzufinden, aber plötzlich trieb es sie mit heimlichen Mächten unwiderstehlich nach einer bestimmten Richtung hin. »Was ist es nur, was mich drängt und zieht?« dachte sie. »Es muss mein Heimweh sein, das mich führt.« Und sie überließ sich diesem Gefühl und flog so rasch sie konnte geradeaus. Und plötzlich brach sie in helles Jubeln aus. Dort schimmerte die Blautanne, die die Bienen statt der ihren gegen den Westwind schützte. Und nun sah sie die bekannten Fluglöcher, die roten, blauen und grünen Tore ihrer Heimat leuchten. Als sie sich auf dem Flugbrett vor dem Tor niederließ, vertraten ihr die beiden Wächter den Eingang und ergriffen sie sogleich. Da rief Maya das Losungswort ihres Volkes, woran alle Bienen die ihren erkannten, und die Wächter ließen sie augenblicklich los. »Lass mich vor die Königin! Gleich! Rasch! Es droht großes Unheil! Der Tod folgt mir auf dem Fuß! Ihr sollt mich vor die Königin führen!« Nun eilten sie miteinander durch die warmen, vertrauten Straßen und Gänge, die Maya alle wiedererkannte. Im Empfangssaal der Königin brach sie beinahe zusammen. Einer der Wächter stützte sie, während der andere mit der ungewöhnlichen Botschaft in die Gemächer der Königin eilte. Der Bote lief so rasch, als seine Füße ihn trugen. Da kamen zwei Offiziere aus den Gemächern der Königin. Maya erkannte sie sogleich. Sie nahmen ernst und schweigend am Eingang ihre Stellung ein, ohne Maya anzureden. Nun musste gleich die Königin erscheinen. Sie kam ohne ihren Hofstaat, nur in Begleitung zweier Dienerinnen und ihres Leibadjutanten. Du kommst mit einer wichtigen Botschaft. Wer bist du? Die Hornissen. Großmächtige Königin, vergib mir, dass ich die Pflichten nicht beachte, die deine Hoheit und Würde erheischen. Ich will später alles sagen, was ich getan habe und was ich von Herzen bereue. Ich bin in dieser Nacht wie durch ein Wunder der Gefangenschaft der Hornissen entronnen. Und das Letzte, was ich von ihnen gehört habe, ist, dass in der Morgendämmerung dieses Tages unser Reich überfallen und ausgeraubt werden soll. Es war wirklich ein ganz außerordentlicher Anblick zu sehen, mit welcher Ruhe und Geisteskraft die Königin die furchtbare Nachricht aufnahm. Die Königin winkte die Offiziere an ihre Seite und sprach laut und gefasst ein paar rasche Sätze zu ihnen. Maya hörte zum Schluss noch die Worte: »Ich gebe euch eine Minute zur Ausführung meines Befehls. Wenn es länger dauert, kostet es euren Kopf.« »Oh, meine Königin.« »Hab Dank, du hast uns alle gerettet. Was immer vorher geschehen sein mag, du hast es tausendfältig gut gemacht. Aber nun geh und ruh dich aus, mein Herzchen. Sei ohne Sorge um uns. Du kannst ruhig schlafen.« Sie beugte sich zu der kleinen Maya nieder und küsste sie auf ihre Stirn. Dann winkte sie ihren Dienerinnen und befahl ihnen, für die Ruhe Mayas Sorge zu tragen. Die kleine Biene ließ sich willenlos davonführen. Das Letzte, was sie in der kleinen stillen Kammer hörte, in der ihre Begleiterinnen sie zur Ruhe betteten, war dicht unter ihrer Tür der Marschtritt vorbeieilender Truppen. Als aber nun draußen in der stillen Morgenluft erst leise und lauter ein scharfes, unheilvolles Surren entstand, als der Eingang sich verdunkelte und alle deutlich die schrecklichen Flüsterstimmen dieser grausamsten Räuber und Mörder vernahmen, die es in der Welt der Insekten gibt, da erbleichten die Angesichter der kleinen, mutigen Bienen. »Lasst die Räuber eindringen, eine nach dem anderen, bis ihr meinen Befehl hört. Dann stürzen die ersten Reihen, je 100 zugleich, sich auf die Eingedrungenen. Und die hinteren Reihen decken den Eingang. Auf diese Art teilen wir die Streitmacht des Feindes. Bedenkt ihr Ersten, von eurer Kraft und Ausdauer und von eurem Mut hängt das Wohl des ganzen Staates ab. Aber seid getrost, die Feinde werden im Dämmerlicht nicht zugleich erkennen, wie wohl wir gerüstet sind und arglos eindringen.« Sie brach ihre Worte ab, denn im Tor erschien der Kopf des ersten Räubers. Tastend und vorsichtig spielten die Fühler,
Die Zangen öffneten und schlossen sich, dass einem das Blut erstarren konnte. Und langsam schob der ungeheure, getigerte Leib mit seinen starken Flügeln sich nach. Der Panzer funkelte im Licht, das von außen eindrang. Es ging wie ein Zittern durch die Reihen der Bienen, aber kein Laut war vernehmbar. Die Hornisse trat leise zurück und man hörte ihre Meldung. Der Stock schläft, aber der Eingang ist halb vermauert und es sind keine Wächter da. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ein gutes! Vorwärts! Da sprangen zwei Riesen nebeneinander hinein. Lautlos drängte es flimmernd, getigert und gepanzert nach. Es war fürchterlich anzuschauen. Nun waren schon 8 der Räuber im Stock und immer noch erklang kein Befehl der Königin. War sie vor Entsetzen erstarrt, dass ihre Stimme versagte? Sahen denn die Räuber immer noch nicht, dass zur Rechten und zur Linken dicht gedrängt und todesbereit im Schatten die glitzernden Reihen der Soldaten standen? Da klang es laut aus der Höhe. Im Namen eines ewigen Rechts und im Namen der Königin, verteidigt das Reich! Da erhob sich ein Brausen und füllte die Luft, wie noch kein Kriegsgeschrei die Stadt erschüttert hatte. Es erschien, als müsse der ganze Stock durch dieses tobende Brummen zersprengt werden, und wo eben noch klar gesondert die einzelnen Hornissen kenntlich gewesen waren, wälzten sich nun in dichten, dunklen Knäueln brausende Haufen. Die überfallenen Hornissen, die bereits in den Stock eingedrungen waren, erkannten rasch, dass sie vor allen Dingen vordringen mussten, um den ihren draußen nicht selbst den Eingang zu sperren. Und so wälzten sich die kämpfenden Knäuel voran in die dunklen Straßen und Gänge. Wie richtig war der Befehl der Königin gewesen. Denn kaum war ein wenig Platz am Eingang entstanden, da stürzten die hinteren Reihen der Soldaten vor, um ihn zu verteidigen. Es war eine altbewährte und furchtbare Kampfweise, die befolgt wurde. Kaum hatte eine Hornisse sich am Eingang im Kampf ermüdet, so taten die Bienen, als seien sie selbst erschöpft und ließen den Räuber eindringen. Langsam wurde es stiller. Die lauten Zurufe der Hornissen vor dem Stock fanden keinen Widerhall mehr bei den eingedrungenen Gefährten. Sie sind alle tot. Es muss Verrat vorliegen. Die Bienen waren vorbereitet. Die Schlacht war beendet. Und das Volk der Bienen hatte gesiegt. Aber welche Opfer hatte dieser Sieg gekostet? Die kleine Maya war aus ihrem kurzen Schlaf der Betäubung erwacht, als der Kampfeslärm losbrach. Augenblicklich richtete sie sich auf und wollte hinausstürmen, um sich an der Verteidigung der Stadt zu beteiligen. Aber da merkte sie, dass ihre Kräfte versagten und dass sie keine Hilfe leisten konnte. Da kam ein Bote und rief sie vor die Königin. Maya fand den Hofstaat versammelt, als sie den Empfangssalon der Königin betrat. Da erhob sich die Königin, trat ganz allein inmitten aller auf die kleine Maya zu und schloss sie in die Arme. Ach, das hatte sie nicht erwartet, das ganz gewiss nicht, und die Freude war so groß, dass sie weinte. Es ging eine tiefe Bewegung durch die Reihen und wahrscheinlich war niemand darunter, der das Glück der kleinen Maya nicht teilte und der ihr nicht von Herzen dankbar war für ihre Entschlossenheit und für den Wagemut ihrer raschen Warnung. Und dann musste sie erzählen. Jeder wünschte zu wissen, wie es gekommen war, dass sie die Pläne der Hornissen in Erfahrung gebracht hatte, wie es ihr gelungen war, dieser schrecklichen Gefangenschaft zu entrinnen, aus der noch keine Biene entkommen war. Entsetzlich, also schrecklich, sagte die Königin. Und die Würdenträger sagten leise etwas Ähnliches. Und so bin ich denn endlich wieder angelangt. Und ich bitte vielmals um Verzeihung. Für die Zukunft sollst du an meiner Seite bleiben und mich in der Leitung der Staatsgeschäfte unterstützen. Ich glaube, dass deine Erfahrungen und alles, was du gelernt hast, auf diese Art am besten allen zustatten kommen wird. Und dem Wohl des Staates. Diese Bestimmung der Königin wurde von den Anwesenden mit großem Jubel aufgenommen. Und es ist dabei geblieben.
So endet die Geschichte von den Abenteuern der kleinen Biene Maya. Man hörte, dass ihre Wirksamkeit der Bienenstadt zum Wohl und Nutzen gereichte, dass sie zu hohem Ansehen kam und von ihrem Volk geliebt wurde. Zuweilen suchte sie an ruhigen Abenden für ein Stündchen der Unterhaltung das stille Kämmerchen auf, in dem immer noch Cassandra lebte, Gnadenhonig aß und alterte. Dort erzählte sie den jungen Bienen, die ihr gerne lauschten, die Geschichten, die wir mit ihr erlebt haben. Musik.